Jetzt sind wir live, glaube ich, hoffe ich. Hi! Hallo! Hi! Das ist, wir haben gerade schon das gehabt, das ist gerade ein bisschen weird, weil wir normalerweise auf Englisch streamen. Ja. Aber heute ist Girls Day in Deutschland und ja, deswegen machen wir einen deutschen Stream. Schön, dass schon so viele da sind. Hallo, hallo alle. Hi! Ja, super, ey. Also das ist ja, das könnte ja der beste Stream des Jahres werden. Schauen wir mal. Mein Name ist Konsti. Ich bin Social Media und Community Manager bei Handy Games und ich bin heute hier mit... Mit der Anna. Ich sitze in der QA, ich sitze im Testing. Dazu erzähle ich selber dann später auch noch ein bisschen mehr. Ja. Genau. Hoffentlich könnt ihr uns gut hören und sehen. Das wäre schon mal gut. Falls irgendwas nicht stimmt, sagt uns gern Bescheid und sonst einfach jederzeit Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Bevor es jetzt gleich losgeht, wir haben ganz viele, mit ganz vielen von unseren Kollegen, die werden wir gleich anrufen über Discord und dann erzählen die euch ein bisschen was zu ihren jeweiligen Berufen. Wir haben Game Designer, wir haben Programmer, wir haben Leute aus dem Marketing, wir haben QA eben, Producer, Künstler und so weiter. Dazu seht ihr dann gleich ganz viel. Alles okay, alles top, sehr schön, freut mich. Moin! Ja, cool. So könnte das jedes Mal sein. Ja. Sehr schön. Schön, richtig angenehm. Ja, genau. Bevor es losgeht, zeigen wir euch ein kleines Video, ja. Wie es bei uns so aussieht im Alltag. Natürlich, müssen wir euch nicht erklären, kennt ihr, das Büro ist leerer, als es normalerweise ist. Richtig, viele sind im Homeoffice. Deswegen machen wir das ja auch nachher gleich alles online und per Videochat. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch gerne ein bisschen unser Büro zeigen und haben da was Kleines vorbereitet. Also bevor es losgeht, zeigen wir euch das ganz schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Bis gleich. Ich mach mich groß. Oh yeah. Okay. Hey zusammen, willkommen bei Handy Games. Wir sind ein Spielentwickler und Publisher aus Giebelstadt. Cool, dass ihr euch für die Branche interessiert, aber lasst euch von dem Namen Handy Games nicht täuschen. Wir machen deutlich mehr als nur Handyspiele. Der Name Handy Games kommt natürlich daher, dass wir Anfang der 2000er, kurz nach der Gründung, erstmal ausschließlich Handyspiele produziert haben. Mittlerweile ist es aber so, dass wir auf allen Plattformen Spiele entwickeln und publishen. Also PC, Konsolen, Virtual Reality und auch Mobile nach wie vor natürlich. Dadurch arbeiten wir mit Entwicklerteams in der ganzen Welt zusammen. Mirage Game Studios aus Schweden, Bad Dream Games aus USA, Seed by Seed aus Frankreich, Hero Beat aus Spanien, Paint Bucket Games auch aus Deutschland, The Dreamarians aus Mexiko und The Wild Gentleman aus Ungarn. Und ganz verschiedene Berufsbilder hier. Also wir sind natürlich nicht nur Programmierer, wir haben viele Programmierer, aber abgesehen davon arbeiten bei uns Artists, Mediengestalter, eine Feelgood-Managerin, Tester natürlich und ein Haufen andere verschiedene Berufsbilder. Also es ist in der Gaming-Branche an sich wirklich für jeden was dabei. Zu den verschiedenen Berufsbildern könnt ihr jetzt im Livestream gleich mehr erfahren. Die Leute sind auch alle vor Ort und beantworten gerne eure Fragen. Dieses Video ist im Prinzip dafür gedacht, dass ihr so einen Einblick bekommt, wie es bei uns aussieht. Im Moment sitzen wir zum Beispiel gerade in unserer Alm. Das ist unser Pausenraum, der natürlich im Moment leider sehr leer ist. Im Normalfall arbeiten hier im Büro fast 80 Leute. Wir sind gerade dabei auszubauen, sodass für 120 Menschen Platz wäre. Wir haben eine super nette, familiäre Atmosphäre. Es gibt einen tollen Pausenraum, den ihr hier seht. Es gibt Pausenaktivitäten auch. Wir haben eine Arcade-Maschine, wir haben einen Tischkicker. Es ist wirklich super entspannt bei Handy Games. Und die Gaming-Branche ist für uns alle wirklich was ganz Besonderes, weil die einfach so dermaßen durch Leidenschaft getragen wird, wie, glaube ich, kaum eine andere. Schön, dass ihr dabei seid. Traut euch ruhig, Fragen zu stellen und traut euch ruhig auch, euch zu bewerben in der Zukunft, denn egal, wo eure Talente liegen, es gibt für jeden einen Platz in der Gaming-Branche. Und jetzt gehen wir zurück zum Livestream. Viel Spaß! Hallo! Hier sind Hi. Wir schon mit unserem ersten Gast für heute. Das ist der Jens, den ihr hier neben uns seht. Jens ist Game Designer bei Handy Games. Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Ja, ich bin Jens, ich bin 40 Jahre alt. Ich arbeite jetzt seit fast 9,5 Jahren, arbeite ich bei Handy Games. Ganz schön. Ich habe studiert in Düsseldorf an der Media Design Hochschule.
Das ist ein Bachelorstudiengang und danach bin ich direkt nach Bayern gezogen. Sehr gut, sehr gut. Ist auch schön hier, ne? Ist schon schön. Ist auf jeden Fall schön hier, ja, doch, kann man sehr empfehlen. Ja. Ja, du bist Game Designer. Was bedeutet das? Was macht ein Game Designer in seinem alltäglichen Job? Oh, das ist schwierig zu erklären. Im Endeffekt alles. Ich bin zwischen den einzelnen Departments, also den Sounddesignern, den Grafikern, den Programmierern bin ich tätig. Ich bin tatsächlich derjenige, der die Spielregeln definiert. Ich sorge dafür, dass der Spieler Spaß hat, dass der Spieler wieder zurück ins Spiel kommt, wenn er das mal ausgemacht hat. Ich gucke, dass er bleibt, dass er immer wieder mehr möchte. Das ist halt, da sind sehr, sehr viele Einflüsse, die auf den Spieler wirken sollen. Und das ist im Endeffekt mein Job. Also wenn ein Spiel Regeln hat, dann definiere ich die. Ich definiere zusammen mit den Grafikern, wie das aussehen soll. Ich definiere zusammen mit den Sounddesignern, wie das klingen soll, wie das Feedback audiomäßig im Spiel auf den Spieler einwirken soll. Praktisch das große Ganze vom Spiel bist du eigentlich dann wohl mit. Exakt, ja. Genau. Ja. Ja. Cool. Sehr cool, sehr cool. Und ja, du hast gesagt, du hast Medien. Musst du mich mal noch mal korrigieren, vielleicht. Mediendesign studiert oder speziell nee. Game Design? Ich habe speziell Game Design okay. studiert. Ja. Und ja, gut. Das ist ja dann ein recht eindeutiger Werdegang, schätze ich mal. Also, du bist quasi. Ja, naja. Nein, aber du, in deinem Fall, Abitur, Uni, Arbeit. Direkt Game Designer. Ja. Also ich kann direkt sagen, nach dem Abitur wusste ich erstmal nicht, was ich machen wollte. Ja gut. Ich habe immer schon Games geliebt. den ersten Computer hat mein Papa 1990 heimgebracht und seitdem war ich in Spielen drin. Das hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben lang eigentlich. Und nach dem Abitur habe ich erstmal geguckt, ja, was machst du denn? Dich interessiert vieles, du hast so viele Bereiche, die du toll findest. Also habe ich erstmal geguckt, okay, Papa ist Ingenieur, Maschinenbauer, machst du erstmal ein Maschinenbaustudium. Dann habe ich schnell festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Kann ich absolut nachvollziehen. Dann war ich wieder in einer existenziellen Krise und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Habe ein bisschen rumprobiert und dann habe ich einen Studiengang für Game Design entdeckt in Düsseldorf an der Media Design Hochschule, wie ich schon gesagt habe. Und ja, da habe ich mich eingetragen und habe das dann in 3 Jahren durchgezogen. Und seit 2012 bin ich jetzt bei Handygames. Sehr cool. Dann hast du aber gleich schon 2 Fragen. Die eine hast du gerade beantwortet. Wie lange dauert der Studiengang? Ja, zum Bachelor 3 Jahre. Okay, genau. Und also da hat sich bestimmt noch einiges verändert, seitdem ich da studiert habe. Aber kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Uni an und ne, welchen ja, natürlich, Studiengang genau beinhaltet und so. Aber ja. Im Grunde ist es ein, in Anführungszeichen, normaler Bachelorstudiengang. Wir sind ja in der Regel, gehen die um die 3 Jahre. Ja, damals war das noch eine private Universität, also ein teurer Spaß. Ja. Inzwischen gibt es das auch an normalen Universitäten und auch weitaus kostengünstiger. Ja. Das ist sehr gut, ja. Sehr gut. Und die zweite Frage betrifft dich jetzt nicht direkt, aber werden wir auch Ausbildungsberufe vorstellen? Auf jeden Fall. Kommen wir später auch noch dazu. Und genau so ist das. Cool. Was sind für dich so das große Plus und Minus beim Game Design? Was macht dir am meisten Spaß und was ist vielleicht eher so, ich meine, ist total ausgelutscht, kennt jeder den Spruch, aber es gibt keinen Job, bei dem du nur Spaß hast. Ist das richtig? Exakt, oder? Ja. Ja, absolut. Ja. Also, was macht mir besonders viel Spaß? Es ist eine lustige Truppe an Menschen. Es ist oft Kindergarten. Das heißt, da sind die Leute dann hier mit solchen Figürchen und spielen da. Sehr gut. Da sind dann die Nerf Guns unterwegs, etc. Und das macht schon Spaß. Aber natürlich ist es teilweise auch ein anstrengender Beruf. Das steht fest, du hast endlose Diskussionen, wenn es um irgendwelche Features geht und wenn Teile des Teams einer anderen Meinung sind, dann wird halt oft viel diskutiert. Das ist
Das gehört aber dazu, das hast du in jedem Job. Ja. Ja. Genau, das bleibt nicht aus, ja. Aber ich denke auch, wie du es gesagt hast, im Großen und Ganzen, ich meine, natürlich, wir können in erster Linie natürlich aus unserer Perspektive und von unserer Firma sprechen, aber das Team ist einfach klasse, ne? Und, absolut, ja. Das macht viel aus. Wie wir es gerade schon im Intro-Video gehört haben, es gibt, glaube ich, wenige andere Branchen, die so von Leidenschaft getragen werden wie Games, weil ja, klar, wer geht dahin und sagt, hey, ich möchte gerne Spiele entwickeln in irgendeiner Form oder mit diesem Prozess zu tun haben, das sind ja in der Regel doch Leute, die da auch einfach Passion dafür haben. Ne? Absolut. Absolut, ja, absolut. Die Leidenschaft, die ist schon groß dabei. Für mich war es halt immer schon super interessant, Games anzuschauen, auch zu gucken, warum finde ich die eigentlich so toll? Warum möchte ich einfach viel spielen? Warum möchte ich immer wieder zurückkommen in die Games? Und das analysiert man dann irgendwann und versucht halt Sachen, die einen selber begeistern, dann vielleicht in seinen eigenen Spielen auch zu übernehmen. Klar. In diesen Spielen hat man dann auch in einer gewissen Art so ein Vorbild fast in Form von einem Spiel, dass man sich vielleicht einige Inspirationen aus all deinen Lieblingsspielen rauspickt, um dann vielleicht Tag. Das ideale Spiel zu entwickeln. Das ist natürlich klasse. Ja. Gute Frage gerade reingekommen. Wie lange dauert es ungefähr, ein Handy- oder PC-Spiel zu entwickeln? Das kommt ganz auf den Umfang an. Also das kann von ein paar Monaten im Idealfall bis hin zu mehreren Jahren gehen. Es kommt immer darauf an, wie intensiv man die Vorbereitung, bevor es eigentlich losgeht, betreibt. Manchmal entwickelt man Prototypen mit einem kleinen Team. Da ist dann ein Game Designer, da ist ein Programmierer und ein Artist sind da anwesend. Mhm. Dann probiert man ein paar Sachen aus. Wie kann das aussehen? Wie kann sich das anfühlen? Ist das ungefähr das, was es sein soll? Und dann gehen wir in die tatsächliche Produktion später. Und da arbeiten dann bis zu 20 Leute bei uns jetzt in unserem Fall daran. Da gibt es natürlich Spielefirmen, da arbeiten tausende Leute weltweit an einem Spiel und das zieht sich dann über 10, 12 Jahre hin. Siehe Diablo beispielsweise von Blizzard. Die haben 3-4 Mal neu angefangen und weil die halt nicht zufrieden waren. Es kommt immer auf den Umfang an. Genau. Und was genau das Spiel bedienen soll. Wenn du jetzt ein Multiplayer-Spiel machst, dann hast du natürlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn du jetzt ein kleines Handy-Game machen möchtest, wo du halt irgendwie nur Cookie klickst. Absolut. Und welche Stärken braucht ein Game Designer? Kann man das so pauschal sagen? Weil, so wie schwierig. Ich das verstehe, gibt es auch innerhalb des Game Designs natürlich ganz verschiedene Bereiche, in denen man sich verwirklichen kann. Ne? Bei mir war es damals so, an der Uni konnten wir uns spezialisieren Richtung Programmieren oder Richtung Grafik. Und mir lag Grafik immer ein bisschen mehr, weil ich immer ein bisschen künstlerischer veranlagt war. Also habe ich mich dann in die Richtung spezialisiert am Ende. Aber welche Stärken sind wichtig? Man sollte ein gewisses analytisches Verständnis haben, dass man sich ein Spiel anschaut und sich fragt, warum ist dieses Spiel erfolgreich? Warum macht das so viel Spaß? Warum sind so viele Leute da, die immer wieder kommen und dieses Spiel spielen? Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Natürlich sollte man sehr kreativ sein, je nachdem, was einem besonders liegt. Bei mir ist es jetzt halt ein bisschen mehr in Richtung Grafik. Dann kümmere ich mich zum Beispiel mehr um so Mockups, wenn ich dann so User Interface designe oder für mich war auch immer ein Spezialgebiet Level Design. Das habe ich von Anfang an geliebt. Ich konnte schon als kleines Kind von meiner Mom im Zimmer abgestellt werden und war 6 Stunden mit Lego beschäftigt. Und wenn sie vom Einkaufen zurückkam, dann hatte ich eine gigantische Lego-Stadt gebaut und hat mich kein einziges Mal beschwert. Klasse. Und da konnte ich immer schon extrem viel Zeit rein investieren und war da extrem happy mit. Aber ja, was ist noch wichtig als Game Designer? Im Endeffekt kannst du sagen, alles hat einen gewissen Einfluss. Wenn du jetzt ein abgeschlossenes Psychologiestudium hast, dann kannst du auch gewisse Bereiche des Game Designs halt machen. Weil wie bringst du Spieler dazu, halt, ich will jetzt
das böse Wort sagen, abhängig von Spielen zu werden. Aber ja, es gehört halt ein bisschen mit dazu. Wie bringst du die Leute dazu, zu spielen? Genau, dass sie Wie motivierst du die immer wieder, dass sie immer wieder Freude haben? Bei manchen Games, da hast du immer wieder diesen Faktor, dass sie fühlen sich zu stark, dann fühlen sie sich wieder zu schwach und dann wieder zu stark. Das sind alles so Balancing-Sachen, die du über eine gewisse Zeit lang in das Spiel einbaust. Und das sind alles wichtige Aspekte. In der Tat. Also da gibt's so viel, was fürs Game Design wichtig ist. Ja. Es sind gerade noch ein paar Fragen reingekommen. Ab wie vielen Jahren darf man ein Spiel erstellen? Ja, da kann ich gleich sagen, im Grunde, da gibt es kein Mindestalter, was du erreichen musst, ne, im Prinzip. Klar, Erfahrung kommt natürlich einfach nur mit der Zeit, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn du ein tolles Konzept hast und einen tollen Prototypen vorstellen kannst, dann, also solange du in dem Alter bist, wo man sagt, das ist okay, dass du beruflich tätig bist, ist das, glaube ich, ist das eigentlich kein Problem, glaube ich. Ja. Genau, eine andere Frage, ob das nicht blöd ist, die ganze Zeit vorm PC zu sitzen oder ob wir auch was anderes machen zwischendurch. Ab und zu gehen wir auch mal was essen. Ich erinnere mich an eine Situation mit dir speziell, Jens. Da haben wir Aufnahmen gemacht, da haben wir quasi geschauspielert. Oh ja, das war super. So für die, dass die Leute, die Animationen machen von gewissen Figuren, ne, dass die quasi eine Vorlage hatten, haben wir geschauspielert extra dafür. Da kann ich mich dran erinnern. Sowas gehört auch dazu. Ne? Wir haben Videos aufgenommen, wie die Animationen später aussehen sollen. Genau, wie wir uns das vorstellen. Und dann konnten die Animatoren sich das anschauen und konnten dann die Animationen dazu basteln. Genau. Ja. Oder wir hatten einen Motion Capturing Anzug, den kennt man unter anderem auch aus der Spielindustrie, aus der Filmindustrie, wo dann hier Planet der Affen oder der Hobbit oder so gemacht wurde. Und dann haben wir einfach den Anzug einem der Mitarbeiter angezogen und haben einfach aufgenommen, was er währenddessen gemacht hat. Ob er jetzt die Treppe hoch und runter gelaufen ist oder ob er irgendwelche Arbeitsanimationen mit dem Hammer irgendwo draufschlagen, haben wir alles aufgenommen. Und es gibt so viel coole Sachen, die man so erlebt, während man Spiele entwickelt. Auf jeden Fall. Also man muss natürlich schon ehrlich sein und sagen, es ist ein Deskjob. Ne? Wir sitzen die meiste Zeit des Tages am PC. Ja. Ich glaube, eigentlich fast jeder von uns hier in der Firma. Ne? Ja. Zwischendurch laufe ich zur Kaffeemaschine. Genau. Oder zum Kühlschrank. Genau. Oder zum Kühlschrank, exakt. Aber es ist eben doch auch hier. Es gibt oft genug Gelegenheiten für ein bisschen Halligalli, würde ich sagen. Also, na klar. Es ist immer was los. Ja. Kann man bei uns ein duales Studium zum Programmierer machen oder zur Game Art? Duales Studium ist im Moment, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wir bieten allerdings Ausbildungen an. Und klar, wenn du studiert hast, kannst du dich auch gern hier bewerben. Das auf jeden Fall. Auf TikTok gibt es einen Jungen, der erstellt immer Spiele. Der ist allerdings erst 10 Jahre alt. Darf er das oder nicht? Na klar. Ja, wenn das sein Hobby ist, dann darf er das. Wenn er da Bock drauf hat. Wenn er da Bock drauf hat. Klar. Ob er jetzt schon geschäftsfähig ist, ist dann wieder eine andere Geschichte. Das hängt natürlich auch ganz, von ganz vielen Faktoren ab, ne, wo der lebt und so weiter und so fort. Klar. Was habt ihr für Spiele gemacht? Ja, was ist dein großes Projekt hier bei Handy Games? Mein großes Projekt ist Townsman. Da sitze ich, glaube ich, seit Anfang an. Unser Klassiker. Ja. Townsman mache ich schon Ewigkeiten. Ich war am Anfang beim Creative Prototyping für ein paar Monate. Da haben wir jede Woche einen kleinen Prototypen erstellt, haben den Chefs vorgestellt und haben dann nächste Woche wieder ein anderes ausprobiert. Und nach ein paar Monaten bin ich dann zu Townsman gewechselt und seitdem eigentlich immer wieder Townsman mit ein paar Unterbrechungen. Das ist so ein Siedlerklon im Endeffekt, ein mittelalterliches Aufbauspiel. Aber Townsman ist mein Baby. Sehr gut, sehr gut. Und ja, vielleicht zum Abschluss noch eine persönlichere Frage. Was ist dein Lieblingsspiel? Oh! kann gerade rein, fand ich eine gute Frage. Muss man ja auch. Ich würde,
Ich würde nach Genre gehen. Okay. Also es kommt immer ganz drauf an, aus welcher Kategorie. Ich bin Fan von Strategiespielen. Ich liebe Stellaris beispielsweise. Oh, ja. Ich mag Space sowieso. Ja. bei Rollenspielen The Witcher. Wir verstehen uns. Bei Simulationen, Flugsimulator fand ich früher auch immer toll. Klasse. Da habe ich schon als Jugendlicher habe ich für Flugsimulatoren Kampagnen geschrieben. Nice. Ja. Sehr, sehr cool. Cyberpunk. Sehr cool. Schön. Vielen Dank dir schon mal. Vielleicht eine abschließende Frage noch. Kannst du den Beruf Game Designer weiterempfehlen? So ganz allgemein. Ja. Perfekt. Kurz und fertig. Yep. Ja, super. Sehr schön. Also mir macht Spaß. Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist, glaube ich, auch also aus ganz persönlicher Sicht meiner Meinung nach das Allerwichtigste bei der Berufswahl. Mach was, was dir Spaß macht. So, dann, exakt, das dann war für mich auch extrem gar nicht wichtig. Schief gehen. Oh. Mhm. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für deine Zeit und dann lassen wir dich weiterarbeiten. Es ist ein ganz normaler Donnerstag, also wir sind eigentlich alle am Arbeiten. Ja. Deswegen danke dir. Schönen Nachmittag. Das wünsche ich euch auch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße, ne? Und bis bald. Bis bald. Mach's tschüss. Gut. Ciao, ciao. Tschüss. Und da sind wir schon wieder. Hallo. Wir waren ja gar nicht lang weg. Aber der Jens ist wieder bei seiner Arbeit und wir haben jetzt hier den Sebastian. Sebastian, hi. Du bist hi. Programmierer bei Handy Games. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Generell, wie wahrscheinlich alle hier in der Firma, Spiele schon immer ein großer Teil meines Lebens gewesen halt. Damals Gameboy gekriegt, PlayStation 2, super viel gespielt und irgendwann kam dann irgendwie der Wunsch, mal zu lernen, wie funktioniert das eigentlich? Wie macht man Spiele eigentlich selber? Und das Schöne ist, in der heutigen Zeit ist es super einfach. Man lädt sich eine Engine wie Unity runter und es gibt super viele Tutorials und dann fängt man einfach an. Und dann nach dem Abitur habe ich beschlossen, dass ich das Hobby halt zum Beruf machen will und habe mich dann hier beworben. Und du hast hier auch deine Ausbildung gemacht, richtig? Also genau. Ich bin jetzt seit 5 Jahren hier und die ersten 3 Jahre habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Die Ausbildung ist nicht Spieleprogrammierer spezifisch, sondern generell als Programmierer. Aber natürlich, nachdem ich gleichzeitig dann auch hier in der Firma gearbeitet habe, konnte man einfach super viel Erfahrung sammeln, was Spieleprogrammieren angeht. Ja. Cool. Sehr cool. Ja, weil wir vorhin eben gefragt wurden, ob man bei uns nur mit Studium reinkommt. Aber ich habe kein Studium gemacht. Ich wollte was Produktives machen, was nicht theoretisch weiter lernen. Ja, und da bietet sich eine Ausbildung einfach viel mehr an, weil man einen Großteil einfach schon in der Firma ist, an richtigen Projekten arbeitet und tatsächlich auch schon Erfahrung sammeln kann. Absolut. Genau. Kann ich absolut nachvollziehen. Cool. Du hast schon gesagt, Gaming ist schon immer deine Leidenschaft natürlich, so bist du dazu gekommen. War für dich immer klar, dass du Programmierer werden möchtest oder gab es auch andere Optionen im Bereich Gaming? Der
erste Wunsch war Spieletester. Ich glaube, was man als Kind quasi, was jeder im Kopf hat, ist, als Spieletester macht man nichts anderes, als einfach nur die Spiele spielen, auf dem man Lust hat. Dazu, gibt's später auch noch später. Mehr. Genau. Irgendwann kam dann vielleicht doch ein bisschen mehr die Realität ins Spiel. Und mir hat am Programmieren generell immer das Logische gefallen. Aber gerade im Bereich Spielprogrammierung, es ist kein reiner logischer Job, es ist auch wirklich ein sehr kreativer Job. Und da hat mir gerade die Kombination aus Logik und Kreativität einfach sehr zugesagt. Und deswegen habe ich mich dann für Programmierer entschieden. Außerdem kann ich einfach nichts malen, was besser aussieht als ein Strichmännchen, dementsprechend war das vielleicht. Sehr gut. Dann bietet sich das ja an, ne? Genau. Genau, ja, da sind auch schon die ersten Fragen reingekommen. Muss man gut in Mathe sein, um Programmierer zu werden? Überhaupt nicht. Also, schadet natürlich nicht. und so langsam hole ich das Ganze auch ein bisschen nach. Für alle, denen es hilft, ich hatte 6 Punkte im Mathe-Abitur. Also wirklich nicht zwingend notwendig, um den Job zu machen. Logisches Denken ist halt wichtig, ne? Ja. Das ist genau. Ja. Gut. Ja. Sehr cool. Und woher weiß ich, ob das der richtige Job für mich ist? Was brauche ich für Fähigkeiten? Da hast du ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Ne? Genau, generell logisches Denken, Spaß an Kreativität, generell Problem-Solving. Einfach 90% der Zeit wird man mit einem Problem beworfen und es ist deine Aufgabe herauszufinden, wie man das Problem jetzt am sinnvollsten lösen kann. Und meistens gibt es auch mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Und dann geht es halt auch darum zu gucken, was sind die Vor- und Nachteile von jedem Weg? Welchen Weg würde ich gerne gehen? Was auch auf jeden Fall nicht schadet, ist eine hohe Frusttoleranz. Ja. Man verbringt durchaus sehr viel Zeit damit, Fehler im eigenen Code zu finden oder auch im Code von anderen oder so. Und das kann sich durchaus mal ein bisschen länger ziehen, als man es gern hätte. Und dann ist es halt auf jeden Fall wichtig, dass man nicht vorschnell aufgibt, dass man quasi genug Willenskraft hat, sich da durchzukämpfen und den Fehler dann auch einfach zu finden, auch wenn er anscheinend absolut keinen Sinn macht. Ja, Code funktioniert manchmal anders, als man denkt. Das habe ich auch schon gelernt. Da hat man eine Idee und denkt, das könnte das Problem sein, aber der Computer denkt anders. Aber das lernt man ja dann alles in der Ausbildung. Man bekommt immer gesagt, der Computer macht genau das, was man ihm sagt. Und irgendwann lernt man als Programmierer, dass man sehr schlecht darin ist, dem Computer zu sagen, was er eigentlich tun soll. Schön gesagt. Sehr gut. Was ist so dein Lieblingsbereich oder was machst du am liebsten in deinem Job? So, das hatten wir gerade schon, das Thema mit Jens, der vor dir hier war. Jeder Job hat natürlich gewisse Aspekte, die richtig cool sind und andere Aspekte, die, wie du gerade gesagt hast, ne, wenn du dann ewig lang da sitzt und Fehler suchen musst, dann kann es vielleicht ein bisschen frustrierend werden, mal hier und da. Ja. Generell ist es cool, dass man sich genauso wie in den meisten anderen Berufen in der Games-Branche ist Programmierer ein sehr allgemeiner Begriff. Es gibt sehr viele Wege, sich zu spezialisieren. Ich meine, woran fast jeder wahrscheinlich als erstes denkt, ist einfach der Gameplay-Programmer, der dafür sorgt, dass sich der Spieler bewegt oder mit Sachen interagieren kann oder mit NPCs reden kann oder sowas. Aber das ist nicht alles. Es gibt dann durchaus auch die Programmierer, die eher Hintergrundsysteme schreiben. Sowas wie die ganzen Ladebildschirme oder ein Inventar oder dass das Spiel gespeichert werden kann. Solche Sachen sind ja natürlich auch alle wichtig. Und da spezialisiere ich mich so ein bisschen in die Richtung Tool-Programmierer. Meine Aufgabe ist es dann häufig, Programme für andere im Team zu schreiben, damit sie ihren Job besser und effizienter machen können. Jedes Spiel ist anders, jedes Spiel hat eigene Anforderungen und als Tool-Programmierer hat man dann so ein bisschen die Aufgabe, den anderen, den Artist, den Game-Designer, den Sound-Designer oder auch den anderen Programmierer zu helfen, das beste Spiel zu machen, was auch möglich ist. Klar, das ist immer projektabhängig auch, was gebraucht wird. Und genau. Eine sehr interessante Frage gerade, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Kannst du Apps oder Programme empfehlen, mit denen man Programmieren lernen kann vielleicht oder üben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Apps oder Programme weniger. Gerade wenn man, also generell für jeden Bereich, für den man sich interessiert, gibt es auf YouTube unzählige Tutorials. Also für alles. Egal ob Games-Branche oder Webentwicklung oder reine Mobile-Entwicklung.
Wenn man so ganz grob weiß, in welche Richtung man vielleicht mal experimentieren möchte, heißt ja nicht, dass man es dann auch macht, aber da dann einfach suchen, es gibt super tolle Tutorial-Serien für quasi alles. Hat mir persönlich sehr geholfen. Ja, ja klar, heutzutage ist das Internet ein Segen, ne? Man kann alles lernen. Ja. Ja, und man hat auch die ganzen Werkzeuge, die man als Programmierer braucht, einfach schon. Früher gab es nicht so wirklich so große Game Engines, die Einsteiger und beginnerfreundlich sind. Da hat man viel mehr Wissen schon vorher gebraucht. Ja. Heute ist es möglich, mit 10 anfangen, Spiele zu machen, wie vorher schon erwähnt. Das war früher vielleicht ein bisschen anders. Ja. Welche Dienstleistungen bieten wir an? Das ist auch eine gute Frage. Dienstleistungen? Also Dienstleistung ist relativ. Wir produzieren Spiele. Also es ist eigentlich relativ einfach. Viel mehr ist da gar nicht dahinter, so ganz grob gesagt. Also so richtige Dienstleistungen findest du hier eher weniger. Gut, wir sind auch Publisher. Ja. Ob das als Dienstleistung gesehen werden kann, ja. Wir kommt drauf an, für wen. Klar, also. Genau. Ja. Mit welchen Sprachen, das ist auch eine gute Frage, mit welchen Sprachen programmiert ihr? Nachdem viele unserer Projekte mit Unity gemacht werden, ist C-Sharp die Sprache, die wahrscheinlich die meisten bei uns können. Mhm. Aber auch wissen, C++ oder Java ist definitiv nicht verkehrt. Gerade als erste Programmiersprache ist es, finde ich, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, was man als Programmiersprache nimmt. Einfach weil das Wissen auch relativ gut übertragbar zwischen den Sprachen ist. Mhm. Man schreibt die gleiche Sache eventuell etwas anders oder muss auf etwas andere Sachen achten. Mhm. Aber diese grundlegenden Konzepte sind einfach übergreifend. Dementsprechend, auch wenn wir viel mit C-Sharp arbeiten, wenn man sagt, man fängt mit C++ an und dann ist die Sharp-Lernen dann auch schon wieder sehr viel einfacher und umgekehrt. Mhm. Verstehe, ja, macht Sinn. Noch eine sehr allgemeine Frage, wie alt sind wir alle? Wie alt sind wir? Also das fragt man doch nicht. Also, also im Durchschnitt ist schwer zu sagen. Ja. In der Firma, wir sind 73 divers. Leute. Mir wurde gerade gesagt von der Regie, wir sind im Durchschnitt 21 Jahre alt. Ach so, der Jüngste. Im Durchschnitt. Nee, ja, 21. Eben, das habe ich mir auch gerade gewundert. Der Durchschnitt hätte mich überrascht. Ja. Okay, Jüngste 21. Okay, alles klar, das macht mehr Sinn. ja, aber wir sind eine sehr junge Firma, das ist schon so. Und das kann man schon sagen. Ich glaube, das trifft auch auf viele Spiele. Hersteller in jeder Form zu, also Entwickler, Publisher. Ich hätte jetzt geschätzt, Durchschnitt vielleicht Mitte, 35. Mitte 30. Irgendwie sowas. Könnte ganz grob. Aber genau ist es schwer zu sagen. Hier lese ich gerade Konsti und Mathe Roffel. So. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich gut in Mathe bin. Oder? Also, ich weiß nicht, was hier behauptet wird, aber gut, andere Frage, muss man die Sprachen alle auswendig können? Naja. Also wir reden von Programmiersprachen. Das Gefühl bekommt man, wenn man in der Schule dann seine Tests auf dem Papier schreiben muss. Die Realität ist, im Job habe ich Google auf dem zweiten Monitor offen. Ja. Es ist natürlich hilfreich, dass man eine Sprache gut kennt. Aber das ist nichts, was man explizit lernen muss. Das kommt einfach mit Erfahrung. Einfach dadurch, dass man relativ viel Code in der Sprache schreiben wird, wird sich einfach werden sich verschiedene Parts einbrennen, aber es wird. Die Sprachen heutzutage sind viel zu umfassend, als dass jemand alles wissen könnte. Und dann ist Googlen auch durchaus eine valide Lösung. Absolut, ja. Ja, das kennen wir auch von den klassischen Sprachen. Man wird niemals jedes einzelne Wort in einer Sprache im aktiven Wortschatz haben. Ja. Man hat sie klar mal gehört, aber klar, man hat mal so ein. Selbst wenn man es kennt, gibt es. Kennt garantiert jeder genug Worte, wo er nicht weiß, wie genau man sie jetzt vielleicht schreiben würde. Ja. Bei Programmiersprachen nicht anders. Ja. Das ist auch. Ja, wie mit den meisten Dingen halt. Und du hast gesagt, du hast ja immer die Möglichkeit zu googeln oder so. Ja. Das, was du immer wieder brauchst, weißt du natürlich irgendwann auswendig. Ja. Und genau. Die anderen Dinge musst du dann halt gegebenenfalls mal nachschlagen. Das ist aber auch
da geht es jedem so. Ne? Wenn du Anwalt bist, kannst du auch nicht jedes Gesetzbuch auswendig. Nee. Das ist einfach ganz normal. Ja. Ja. Ja, auf wie vielen Sprachen gibt es unsere Spiele? Das kommt natürlich sehr aufs Spiel drauf an. Da geht es jetzt, glaube ich, um die internationalen Sprachen. Das ist ganz unterschiedlich. Also manche gibt es tatsächlich nur auf Englisch, dann mit gegebenenfalls Untertiteln, und andere gibt es auf ganz vielen Sprachen. Das ist sehr unterschiedlich, kommt auf viele Faktoren an. Ja, sehr cool. Wie sind deine Arbeitszeiten? Das ist auch eine gute Frage. Erzähl doch mal. Ich meine, es ist ein 40-Stunden-Job, wie viele andere ihn auch haben werden. Wir haben hier den Vorteil, dass wir mit Gleitzeit ein bisschen selber entscheiden können, ob wir ein bisschen früher anfangen und dafür früher aufhören können oder ausschlafen, dafür länger arbeiten. Mhm. Das ist dadurch dann doch jedem selber überlassen. Genau. Ja. Genau. Das, ja, das ist, finde ich, auch ganz angenehm. Absolut. Aber ja, im Grunde ist es ein moderner, hatten wir vorhin auch schon mit Jens, im Grunde ist es ein moderner Bürojob, den wir hier haben. Also genau. Ja. Wir haben eben diese Vorteile mit Gleitzeit und dass wir da recht flexibel sind hier und da. Genau, aber ja, 40 Stunden, ganz normal, so wie die allermeisten. Genau. Relativ ja. normale Arbeitszeiten. Ja. Ja. Genau. Hier, in welchem Spiel hast du mitentwickelt? Gut, das ist. Da ist die Liste lang, glaube ich. Und das ist auch einer der anderen Vorteile für die Games-Branche. Es wird wirklich nie langweilig, weil man arbeitet an so vielen unterschiedlichen Projekten. In anderen Bereichen der Programmierung arbeitet man an dem einen Produkt der Firma, was es schon seit 30 Jahren gibt, während wir hier quasi alle paar Jahre was Neues machen können. Das erste Projekt, an dem ich mitentwickelt habe, war Clouds & Sheep 2. Mhm. Da bin ich ins Team gekommen, und danach waren es dann Aces of the Luftwaffe, der zweite Teil. Mhm. Dann die Mobile-Varianten von Battle Chase aus Night War. Mhm. Und jetzt von SpongeBob die Android- und iOS- und tvOS-Versionen. Da habe ich mitgearbeitet. Sehr cool. Und die sind richtig gut geworden. Die sind richtig gut geworden. Muss man mal sagen. Freut einen Entwickler natürlich immer, wenn sowas dann auch gut ankommt am Ende. Also, da kam auch gerade schon die Frage, ist Handy Games bei der Bearbeitung von SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated involviert? Bestes Kindheitsspiel meinerseits. Ja, genau. Ja. Also wir haben die Mobile Ports, die neuen Mobile Ports genau. haben wir gemacht. Genau, die sind hier. Genau, ja. Sehr cool. Was ist unser erfolgreichstes Game? Boah, schwer zu sagen. Das ist schwer. Definiere erfolgreich. Ja, definiere das mal. Ja. Das ist ganz schwer zu sagen. Hat den Leuten am besten gefallen? Haben die meisten Leute gekauft? Ich meine, da gibt es ja dann doch unterschiedliche Kriterien. Genau, ist ganz unterschiedlich. Vielleicht musst du nicht drüber reden, wenn du nicht möchtest, aber jemand fragt, wie viel Geld man als Programmierer verdient. Ich glaube, das ist auch schwer zu sagen, weil gerade im Bereich IT, also als Programmierer allgemein, ne, sagen wir mal, ist nach oben sehr viel offen, glaube ich. Es kommt auch sehr auf die Branche an. Es kommt sehr drauf an, glaube ich. Es kommt sehr auf die Branche an. Kreative Branchen sind ein bisschen bekannt dafür, etwas weniger zu zahlen als andere, aber ich kann definitiv nicht klagen. Also selbst etwas schlechter als der Durchschnitt ist mehr als ausreichend. Ja. Und es kommt auch wirklich immer auf den Arbeitgeber an. Und auf seine Ausbildung. Manche Arbeitgeber legen auch einfach viel mehr Wert darauf, dass man ein abgeschlossenes Studium hat, andere weniger, und manche richten danach auch dann die Bezahlung ein bisschen aus. Das kommt ich glaube, das kommt wirklich immer stark drauf an. Ja. Cool. Wie viele Auszeichnungen haben wir bekommen? Das ist eine schwere Frage zu beantworten. Das weiß ich nicht, ob du das auswendig weißt. Das hat jetzt auch mit Programmieren wenig zu tun, aber ich lese einfach hier und da die Fragen mal so vor, wie sie kommen. Vor kurzem haben wir erst den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen für eins unserer Spiele. Also Battle Chase, das hat das beste Mobile-Spiel bekommen. Richtig, ja. Genau. Genau. Ja, also es gibt schon auch die ein oder andere Auszeichnung hier im Haus, so ist es nicht. Genau. Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Informationen. Ja, wir wollen dich nicht weiter von der Arbeit abhalten. Wir haben es vorhin schon gesagt, das ist für uns auch ein ganz normaler Arbeitstag eigentlich. Ja. Wir haben alle was zu tun, aber
ist natürlich immer cool zu sehen, wenn die jungen Leute, oh, das, man hört sich so alt an. Jungen Leute heutzutage. Wenn die jungen Leute sich doch dafür interessieren, ja. Das ist schon schön. Von daher, ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gern, war cool hier zu sein. Und ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Nachmittag. Genau. Gleichfalls und viel Spaß euch noch. Danke, danke. Dankeschön. Mach's gut, ciao. 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 Und das sind wir schon wieder. Willkommen zurück. Willkommen zurück und willkommen Steffi vom Marketing. Hi. Wie geht's dir? Hi. Sehr gut, danke schön. Schön, schön, dass du hier bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du zu Handy Games gekommen? Was machst du? Was ist Marketing? Bevor ich mal kurz zu mir komme, würde ich gerne einfach mal Danke sagen an die vielen Zuschauer, die gerade da sind. Einfach nochmal zwischendurch als Erinnerung. Ich feiere es einfach, dass 100 Leute zuschauen und einfach ein riesen Dankeschön, auch wenn ihr vielleicht freiwillig da seid oder nur halb freiwillig. Ich finde es auf jeden Fall mega. Und damit der Chat auch ein bisschen Unterhaltung bekommt, würde ich einfach mal, solange ich jetzt ein bisschen was von mir erzähle, einfach mal mir wünschen, schreibt doch einfach mal rein, was eure Lieblingsspiele sind, was eure Lieblings-PC, Konsolen, Handyspiele, was ihr gerne mögt, wenn ihr zockt. Schreibt es einfach mal rein und dann kann ich ein bisschen was von mir erzählen. Sehr cool. Ja, dann mal los. Yes, Erzähl mal, Steffi, wer bist du? Wie bist du zu Handy Games gekommen? Ich bin Steffi, bin 24 Jahre alt und wie ich zu Handy Games gekommen bin, ist tatsächlich eine lustige, längere Story. Ich bin Mediengestalterin im Marketing-Team von Handy Games und habe eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Tatsächlich eher im Print-Bereich und das war einfach, nach der Schule, ich wollte was Kreatives machen. Ich habe fotografiert, habe auch schon ein bisschen gestaltet, aber so richtig wusste ich nicht, wo die Reise hingeht und habe erstmal eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und wusste, ich möchte danach noch mehr Kreatives machen. Und mein lieber Berufsschullehrer hat mich damals dann einfach auf Handy Games, nicht verwiesen, aber hat mir halt einfach den Tipp dafür gegeben und hat mich dann ein bisschen damit beschäftigt, was ist denn Handy Games, was machen die so, was würde ich dort machen, was macht man im Marketing-Team und so weiter, auch wenn es vor allem eher digital ist als Print, was ja eigentlich meine Ausbildung war. Und ja, habe mich damit beschäftigt, beworben und dann ging das alles sehr schnell. Und dann war ich plötzlich im Marketing-Team bei Handy Games. Cool. Genau. Also auf jeden Fall gibt es da immer sehr, sehr coole Möglichkeiten, sich da einfach ein bisschen mit zu befassen nach der Schule, in welche Richtung es gehen soll. Ich lese hier gerade Little Nightmares. Da weiß ich, dass dir das, glaube ich, auch gefallen hat. Ne? Ah ja, der Chat geht auf jeden Fall. Der Chat geht ab, ja. Das Spiel, ja. Ich lese sehr viel Genshin Impact und sehr viel FIFA. Ich sehe auch Life is Strange. Klasse Spiel. Ja, sehr schön. Ja, also Taste ist auf jeden Fall vorhanden. Taste ist vorhanden. Sehr gut. Ja, also einfach so ein bisschen die Affinität für Videospiele, dass die da ist, ist natürlich ein Vorteil. Natürlich sind bei uns auch Leute auch im Marketing oder in der Firma, die jetzt von Anfang an vielleicht nicht so viel mit Videospielen zu tun hatten, aber die meisten sind natürlich schon, haben schon eine Affinität für Videospiele. Und Das Ding ist halt, man zockt, also wenn Leute zocken, die zocken einfach, weil es ihnen Spaß macht, weil Spiele cool sind, aber man denkt vielleicht gar nicht so darüber nach, das auch beruflich zu machen, egal in welchem Berufsfeld jetzt. Und deswegen, es gibt einfach so viele Bereiche und so viele unterschiedliche Möglichkeiten, in die Gaming-Branche einzusteigen. Und ja, gerade wenn man kreativ ist, ist, glaube ich, auch Gestaltung, Marketing auch eine schöne Richtung. Absolut. Auf jeden Fall. Gerade
weil wir es davon hatten, Marketing. Du bist Mediengestalterin. Marketing ist ja, wie vieles andere hier ja auch, hatten wir schon drüber gesprochen, ein sehr breites Spektrum, ja, ne, sage ich mal. Also ich bin ja auch im Marketing-Team. Ich habe jetzt mit Mediengestaltung nicht so viel zu tun in der Regel. Manchmal, wenn Not am Mann ist, dann versuche ich ein bisschen auszuhelfen mit meinen halbgaren Photoshop-Skills, aber in der Regel überlasse ich die Arbeit den Profis und kümmere mich mehr um Social Media und so. Was macht dir am meisten Spaß bei der Mediengestaltung und im Marketing allgemein? Was mir am meisten Spaß macht, ja, ist ja, die Kreativität tatsächlich einfach. Also es ist ja tatsächlich so der Beruf, wenn man sagt, ich möchte später was mit Medien machen, ja, und ich möchte was Kreatives machen, dann ist das irgendwie so direkt Mediengestalter. Ja. Stimmt ja aber auch. Ich meine, wir machen jetzt natürlich auch noch viel, viel mehr im Marketing als nur Mediengestaltung. Du bist ja auch im Team, Konsti. Also es gibt auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, im Team sich zu spezialisieren oder da einfach eine Richtung einzuschlagen. Also Community Management, Social Media, ja, Events zum Beispiel, habe ich mich ein bisschen jetzt spezialisiert vor 2020. Kommt auch wieder. Ja, hoffentlich. Irgendwann mal wieder. ja, Eventmanagement, Merchandise, sich dann drum zu kümmern für die Events zum Beispiel. Aber zum Marketing gehört natürlich auch Analysen und sowas wie Store-Einträge. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Spiel kauft, zum Beispiel bei PlayStation, dann steht da ja ein Text und da steht da ein Video und es sind schöne Bilder dabei und sowas. Darum kümmern wir uns im Marketing-Team halt auch. Das ist so der Standardprozess, da ist jetzt nicht so viel Kreativität dabei, aber das muss natürlich auch gemacht werden, weil sonst kann keiner die Spiele kaufen. So ist es. Muss man gut zeichnen können, um Mediengestalter zu werden? Gute Nein, auf gar keinen Fall. Also das wird echt oft gefragt, aber ich bin der schlechteste Zeichner auf der Welt. Also wie vorhin der Sebastian das so schön gesagt hat, ich kann maximal Strichmännchen zeichnen, wenn man die erkennt, ist auch schon gut. Also muss man absolut nicht können. Das ist absolut kein Muss. Das ist wahrscheinlich ähnlich, wie Sebastian es vorhin auch gesagt hat, mit Mathe und Programmieren. So, es schadet sicher nicht, aber es gibt so große Bereiche, auch innerhalb der Mediengestaltung. Ja, du findest auch was, wenn du nicht zeichnen kannst. Auf jeden Fall, ja. Mit Sicherheit, ja. Und die Games machen mir natürlich noch am meisten Spaß, einfach an Games mitzuarbeiten. Natürlich nicht direkt in der Entwicklung, aber einfach im Marketing mit dabei zu sein, mitentscheiden zu können und auch die Games dann zu spielen. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Das macht richtig Spaß. Jemand fragt gerade, welchen Schulabschluss braucht man denn? Jetzt in deinem Fall, um Mediengestalter zu werden. Für Mediengestalter, da ist tatsächlich die Kulanz sehr groß. Also ich persönlich habe einen Realschulabschluss, also mittlere Reife, reicht auf jeden Fall aus. Und es gibt aber auch ganz viele Mediengestalter, die Hauptschulabschluss haben oder vielleicht gar keinen Abschluss. Ich weiß es gar nicht, aber es kommt gerade im Mediengestalterbereich darauf an, wie gut du bist, wie engagiert du bist, wie gerne du das einfach machen möchtest und wie viel du dich vielleicht schon vor der Ausbildung damit beschäftigt hast. Natürlich kannst du vorher noch keine Erfahrung sammeln, wenn du vorher noch in der Schule warst, aber man kann ja sich schon ein bisschen damit beschäftigen zumindest. Und dann ist es dann letztendlich auch nicht egal, was für einen Schulabschluss man hat. Natürlich gibt's, die meisten Firmen achten natürlich auch darauf, aber es ist eigentlich das Wichtigste, ist da wirklich das Engagement und ja, das Interesse daran. Wie und die so Kreativität viele. Ein bisschen. Ja. Muss man sich als Mediengestalter ab und zu mit Computer- oder Programmiersprachen auseinandersetzen, ist eine Frage. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Ne? Wenn du jetzt Webdesigner bist, dann wahrscheinlich hilft es schon. Klassisch HTML ist da nicht verkehrt, ne? Ja, also speziell jetzt auf die Ausbildung, es ist in der Ausbildung mit dabei, da muss man sich damit beschäftigen, aber dafür ist ja auch die Ausbildung und die Schule da, dass dir das beigebracht wird, damit du zumindest so eine Grundsache beherrschst, was das Thema angeht. Also HTML für Webdesign zum Beispiel, das wird dann schon benötigt in der Schule, aber wenn du danach sagst, nee, ich möchte nichts mehr mit Webseiten zu tun haben, dann auch da gibt es einfach auch passende Richtungen. Ich zum Beispiel
bin Mediengestalter in einer Gaming-Firma und trotzdem mache ich keine Websites, weil mir das einfach keinen Spaß macht und deswegen habe ich mich auf was anderes spezialisiert. Ja. Genau. Ja. Wie, ja, das ist, also das zieht sich auch so ein bisschen durch, merke ich gerade selber. Ja. Da habe ich mir vorher noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber in jedem Bereich kannst du dich spezialisieren eigentlich. Es gibt fast nichts. Also sei es jetzt der Programmierer, der Game Designer, wie auch immer, oder eben im Marketing, Mediengestaltung und so weiter. Überall kannst du dich spezialisieren auf das, was du am besten kannst und was dir am meisten Spaß macht. Ja, das definitiv. Ist ja schon, das ist auch und auch in der Gaming-Branche. Auch das gibt niemals einen Tunnel. Also wir haben ganz unterschiedliche Leute von, auch zum Mediengestalter gehören ja auch natürlich auch Videos, Game-Trailer machen, sich damit beschäftigen. Das gehört natürlich auch noch dazu. Also da gibt es einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, noch mal ein paar Fragen, die hatten wir vorhin schon mal ungefähr, aber vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen. Wie lange dauert es, ein Spiel herzustellen? Ja, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Kommt immer auf das Projekt an. Im Regelfall dauert eine Spielentwicklung länger als ein Haus zu bauen. Das kommt drauf an. In manchen Fällen auch drauf an. Ich habe kleiner Exkurs in meine Kindheit. Von meinem Elternhaus wird gerade ein Haus gebaut. Also gegenüber gibt es neue Nachbarn, die bauen, glaube ich, seit 2015 an ihrem Haus rum. Und das ist immer noch, man sieht immer noch die Backsteine so nackt. Also das ist noch, dauert noch eine Weile. Aber gut, so ist es halt. Ja. Manche Projekte dauern länger, manche gehen schneller. Das ist ganz schwierig zu sagen. Also, was zählt, ist das Endprodukt. Genau, was zählt, ist, dass es gut wird am Ende. Genau. Was ist dein Lieblingsspiel, Steffi, wurde gefragt. Das war abzusehen. Das war abzusehen, ja, das ist auch in Ordnung. Auch da, es gibt einfach zu viele, ja, Genres. Aber ich glaube, auf Anhieb würde mir Last of Us einfallen, der erste Teil. Der zweite Teil ist auch gut. Aber Last of Us ist mein Liebling. Ja. Mein All-Time-Favorite. Ja, ja, ja. Welche Schulfächer sind wichtig? Puh. Also ich war selber nie so der Schulmensch, muss ich sagen. Aber nehmt euch kein Beispiel an mir. Welche Schulfächer sind wichtig? Also was ich dazu sagen kann, was jetzt zumindest was die Gaming-Branche betrifft, ist Englisch eine wichtige Sache. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier im Stream noch gar nicht erwähnt, aber Englisch ist sehr wichtig. Also das heißt nicht, dass du jetzt eine Eins in Schule haben musst, aber dein Grundverständnis sollte vielleicht schon da sein, so, weil wir natürlich super international sind und das sind die meisten Gaming-Firmen auch oder generell in der Gaming-Branche, solltest du dich auch mit anderen Leuten verständigen können, die halt vielleicht nicht aus Deutschland kommen. Genau. Und deswegen ist Englisch relativ wichtig. Das kann man natürlich auch nach der Schule noch lernen. Wenn du jetzt schlecht in der Schule warst, heißt es nicht, dass du vielleicht schlecht in Englisch bist, aber das nur so am Rande. Das Englisch ist wichtig. Lebenslanges Lernen ist das. Das hört nie auf. Ja. Es ist auch, glaube ich, tatsächlich was, so blöd sich's anhört, aber Englisch ist auch außerhalb der Gaming-Branche mittlerweile, es wird immer wichtiger, glaube ich, weil viele, viele Firmen, für die man in jedem Bereich mal arbeiten kann, immer internationaler werden. Also nicht nur, dass wir hier im Haus Kolleginnen und Kollegen haben, die aus dem Ausland kommen, mit denen wir Englisch sprechen, sondern auch halt, wir arbeiten mit Teams, die wirklich im Ausland sind und von dort aus arbeiten. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, auf jeden Fall essentiell bei uns. Bei uns jetzt in der Firma konkret ist Englisch wirklich unabdingbar. Also da sollte auf jeden Fall schon grundlegende Basics sitzen. Also ja, halt ich meine, man kann es danach ja auch, also man lernt das ja auch so mit der Zeit. Also ja, ich war jetzt auch nicht die krasse Englischsprecherin jetzt hier nach der Schule, aber wenn man dann so reinkommt, dann geht das irgendwann so halbautomatisch. Und genau. Was die anderen Schulfächer angeht, weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann jetzt kein bestimmtes Schulfach sagen, was jetzt wichtig ist für die Ausbildung oder für die Gaming-Branche speziell jetzt, wenn man eben in diese Marketing-Richtung gehen möchte. Kann ich jetzt Englisch, wahrscheinlich so das Wichtigste. Und wie du auch gesagt hast, Englisch, das, was du brauchst, lernst du ja dann auch. Du kommst ja nicht in die Firma oder in deinen neuen Job und weißt schon alles.
Das ist ja völlig egal. Selbst wenn du nur Einsen in der Schule hast, musst du trotzdem, wenn du ankommst, musst du erstmal lernen, wie alles funktioniert. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ja, und das trifft, glaube ich, auf fast jeden Job und auf jedes Schulfach zu. Also ich würde mich da gar nicht verrückt machen, wenn es in einem Fach vielleicht nicht so läuft. Ja. Die Schule ist dazu da, euch vorzubereiten darauf, wie man Sachen lernt. Und das, was ihr dann im Job braucht, lernt ihr dann auch im Job sowieso nochmal. Also du kommst nirgendwo hin und kannst alles. Das ist, wird auch nicht erwartet. Ja, definitiv. Genau. Ja. Definitiv. Ja, gibt es ansonsten noch Fragen zum Bereich Marketing, Mediengestaltung? Eine Frage hat Michi gerade schon im Chat beantwortet, wie lange wir arbeiten am Tag. Das, ja, ganz normaler 8 Stunden Arbeitstag in der Regel. Hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, wir haben alle Gleitzeit, also wenn du mal einen Arzttermin hast am Nachmittag oder so oder irgendwas Wichtiges, dann kannst du auch mal 2 Stunden früher gehen. Dafür musst du dann halt nächste Woche 2 Stunden länger bleiben. So gleicht sich das dann alles aus. Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ich mitbringen? Okay, explizit für Mediengestalter bzw. Marketing in der Gaming-Branche. Welche Fähigkeiten? Selbstständig arbeiten wäre wahrscheinlich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich denke, das ist zwar ein Punkt, wo bei allen Berufsbildern, aber gerade als Mediengestalter muss man schon viel mit sich selbst, ja, nicht klarkommen, aber halt sich beschäftigen. Selbstständig arbeiten. Kreativität ist eine Sache, die zwar immer gesagt wird, das musst du haben, aber das finde ich stimmt gar nicht, weil man kann das auch lernen. Wenn man sagt, ich kann nicht malen, kannst du es letztendlich trotzdem auch lernen, wenn du es möchtest. Wenn du halt wirklich dich damit beschäftigst und das wirklich möchtest, wenn du sagst, ich finde Gaming-Branche so geil, ich will da auf jeden Fall im Marketing-Team sitzen oder ich möchte Mediengestalter sein dafür oder ich möchte Trailer für Spiele schneiden. Wenn du dich dafür interessierst, dann beschäftig dich damit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Internet ist sehr, sehr groß. Und dann kannst du dir Fähigkeiten eigentlich von selbst anschaffen, wenn du dich damit beschäftigst. Wenn du natürlich keinen Bock auf alles hast, ist das natürlich dann schwierig. Aber ansonsten, ja, ein gutes Auge ist vielleicht wichtig, aber das merkt man relativ früh, wenn man weiß, dass man ein gutes Auge hat für Farben oder für Gestaltung zum Beispiel. Welche Fähigkeiten? Ja, selbstständig arbeiten. Es sind so die wichtigsten Sachen, glaube ich. Fällt mir jetzt gerade auf Anhieb nicht so viel ein. Noch zum Abschluss vielleicht, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Oder beziehungsweise wir müssen es einfach kurz halten. Bilden wir auch Mediengestalterinnen aus? Aktuell leider nicht. Aktuell nicht. Wir hatten eine Zeit lang, wo wir eine Ausbildung angeboten haben. Aber jetzt gerade momentan nicht. Das hat unterschiedliche Gründe, aber vielleicht kommt es irgendwann wieder. Ich weiß es nicht. Also es gibt aber viele unterschiedliche Gaming-Branchen generell, die natürlich auch Mediengestalter bestimmt ausbilden. Aber wir jetzt explizit gerade nicht. Du kannst aber auch auf jeden Fall deine Ausbildung nicht in der Gaming-Branche machen, um später in der Gaming-Branche zu arbeiten. Das ist vielleicht ein Takeaway, was wir mitgeben können. Also Branchenwechsel kann man immer. Branchenwechsel ist überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich dachte niemals, dass ich irgendwann in der Gaming-Branche arbeite. Ich habe schon immer gern gezockt, aber ich habe nie daran gedacht, da mal mitzuarbeiten. Und irgendwann kommt es dann halt so. Deswegen. Ja. Cool. Wie läuft ein Tag als Mediengestalter ab? Schwierig wahrscheinlich. Also ich beziehe die Fragen jetzt einfach immer auf uns jetzt. Ja, auf jeden Fall. Weil Mediengestalter gibt es einfach in so vielen unterschiedlichen Branchen, wo dann der Ablauf einfach grundsätzlich anders ist. In der Gaming-Branche ist es natürlich auch nochmal überall anders, aber ja, wie sieht ein Alltag aus? Also je nachdem, welche Nische man da ist, bei uns im Team, wir sind mehrere Mediengestalter, wir machen trotzdem alle andere Sachen. Also ja, wir starten den Tag, wir schneiden Videos zum Beispiel, oder kommunizieren mit den Entwicklern zusammen, um zum Beispiel Screenshots für den Store zu machen, die ihr dann seht, wenn ihr ein Spiel kauft. Und wir haben dann jeden Tag auch ganz kurze Meetings, um uns einfach selbst gegenseitig abzudaten, was wir gerade so gemacht haben und machen.
ja, wie sieht so ein Alltag aus? Das ist eigentlich echt eine gute Frage. Ja, wir schreiben Texte für die Stores zum Beispiel. Ja, reden wenn Messen Presse, wären, ja, würden wir uns darum kümmern, dass das Merchandise, dass wir Merchandise für Spiele dann haben, denken uns aus, was könnten wir machen, schöne Kugelschreiber oder irgendwie T-Shirts oder so, dann gestalten wir das. Ja, das ist natürlich immer abhängig von der jeweiligen Arbeit, die gerade ansteht. Genau, je nachdem, welche Projekte wir gerade haben und welche Projekte auf welchem Stand sind, genau, ganz unterschiedlich. Also eine Release-Woche sieht natürlich anders aus als eine normale Woche. Ja, ganz unterschiedlich. Manchmal streamen wir auch. Seht ihr hier. Es gibt immer was zu tun. Irgendwas ist immer los. Ja, also um das zusammenzufassen, das Grundsätzliche ist halt, jetzt mal gemischt zusammenzufassen, Videoschnitt, Bildbearbeitung, Gestaltung von beispielsweise Merchandise oder Bannern, zum Beispiel, die ihr dann eben im Store oben seht, oder eben YouTube-Banner, YouTube pflegen, Twitch pflegen, sowas zum Beispiel, das gehört alles zum Marketing-Team. Genau. Cool. Ja. Interessant. Vielen, vielen Dank, Steffi. Interesting. Und ja, danke euch auch. Ja, voll. Viel Spaß noch im Stream. Ja, jetzt machen wir dann gleich weiter mit QA. Genau. Ich bin noch ein bisschen im Chat, falls noch jemand Fragen hat. Ja, gerne. Nee, es sind so viele Leute da, also gerne. Gerne weiter Fragen beantworten nebenbei, wenn du Zeit hast. Ansonsten alles klar. Wünschen wir dir einen schönen Nachmittag. Dankeschön, euch auch. Und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, und schon geht's weiter. Ihr seht, diesmal ist kein kleines Fensterchen hier, wo ich sitze, weil wir jetzt mit der Anna über QA reden. Jawohl. Aber davor will ich noch ganz kurz durch ein paar Fragen durchgehen, die wir bekommen haben, so allgemeine, die wir teilweise vorhin schon mal beantwortet haben, aber einfach um es nochmal zu wiederholen. Wie viele Leute arbeiten bei uns? Wir sind aktuell 73, die hier arbeiten. Welche Tätigkeiten werden ausgeübt? Also das reicht halt wirklich von Game Design, Programming, Marketing, Producer, wir werden später noch mit einem Producer sprechen, Künstler auch, da ist es dann wichtig, dass ihr zeichnen könnt. Ja, von Vorteil, auf jeden Fall. Genau, und eben auch QA, dazu erzählt die Anna gleich ein bisschen was. Yes. Sind wir manchmal auf Twitch live? Ja, sind wir. Hier selbe Welle. Auf dem Channel, man? Genau. Ist das nicht so ein Spruch? Gleiche, egal. ja, genau, hier sind wir manchmal auch live und zeigen unsere Spiele, an denen wir so arbeiten. Ja, die Streams sind in der Regel auf Englisch, nur dass ihr das gleich wisst. Genau. Aber das ist ja wahrscheinlich für die meisten kein großes Problem. Genau. Und ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, QA, Testing. Ja. Was macht ihr? Was machen wir? Genau. Wo fängt man da an? Also in der QA, also Quality Assurance oder auch Qualitätssicherung auf Deutsch, wir stellen einfach nur sicher, dass die Spiele, die noch in Entwicklung sind, möglichst bugfrei sind. Und auch Spaß machen den Spieler am Ende. Genau. Meistens denken sich die Leute, Spieletester, die zocken ja nur den ganzen Tag. Zockst du den ganzen Tag nur Spiele? Aber das ist leider nicht wirklich der Fall.
Also natürlich, wir spielen die Spiele, aber testen ist nicht gleich spielen. Das Testing kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase sich das Spiel gerade befindet. Müssen wir auf unterschiedliche Dinge achten oder es gibt verschiedene Testprozesse auch. Wenn zum Beispiel das Spiel sich gerade noch in einer Pre-Alpha- oder Alpha-Phase befindet, dann müssen zum Beispiel grundlegende Spielmechaniken funktionieren. Oder wenn das Spiel dann letztendlich auch in den Beta-Status rutscht oder letztendlich auch in die Release-Phase kommt, dann müssen wir natürlich auf ganz andere Dinge achten und das Ganze wird dann intensiver. Mhm. Man muss auf verschiedene Gameplay-Mechaniken achten. Das Balancing ist auch sehr wichtig. Das hat auch Jens vorhin schon angeschnitten, das Thema. In der Phase arbeiten die Game Designer und Programmierer sehr, sehr eng mit dem Testing Department zusammen. Weil es einfach, wir sind in erster Linie die auch den Programmierern und Designern Feedback geben. Die Game Designer haben ein neues Level fertig. Ja. Die Programmierer haben schon alles fertig gemacht soweit und dann kommt ihr, spielt es durch, testet es immer wieder und macht halt Notizen, ne, was funktioniert nicht. Genau. Was macht vielleicht keinen Spaß? Genau. Ist es zu schwer, ist es zu leicht, solche Dinge. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil des Testings, auch einfach Feedback zum Spielgefühl zu geben. Das Coolste ist, wenn wir als QA konkretes Feedback geben können teilweise. Wir können konkrete Vorschläge machen, auch wie genau könnte man dieses Level zum Beispiel noch tweaken, dass man dieses gewisse Extra noch diesen bisschen Pfiff reinbringen kann, dass es einfach noch mehr Spaß macht. Ja. Genau. Und ja, nochmal zurück zu den verschiedenen Testphasen und Entwicklungsphasen. Genau, es wurde gerade gefragt, was ist denn eine Alpha-Phase zum Beispiel? Ich wollte jetzt nochmal kurz meinen Gedanken zu Ende bringen. Mach, alles gut. Wir haben hier keinen Stress. Genau, die verschiedenen Testphasen. Wenn man zum Beispiel, wenn das Spiel Richtung Release-Phase rückt, dann müssen die Spiele auch verschiedene technische Anforderungen erfüllen. Je nachdem, auf welchen Plattformen die Spiele rauskommen, müssen wir verschiedene Protokolle auch abarbeiten. Das heißt, man hat dann in diesem Protokoll verschiedene Testcases, nennen wir die. Zum Beispiel könnte ein Testcase lauten, wie reagiert das Spiel, wenn man den Controller während einer Cutscene absteckt, während der User den Macarena tanzt? Zum Beispiel. Genau. Je nachdem, es reicht leider nicht, einfach nur sehr gerne Spiele zu spielen als Spieletester. So ein bisschen analytisches Denken muss mit rein, ne, dass du dir überlegst, hey, das geht vielleicht so oder anders noch besser. Genau. Und dann arbeitet man eben zusammen mit dem Entwicklerteam und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Hey, wie kommen wir dazu, dass dieses Spiel das Allerbeste wird, das es sein kann? Genau. Ja. Genau. Noch jemand fragt gerade, wie werden Bugs gemeldet? In welchem Protokoll oder wird da darüber diskutiert? Das läuft wahrscheinlich in jeder Firma ein bisschen anders, aber grundlegend haben wir dafür immer eine bestimmte Plattform, auf der wir dann immer die ganzen Bugs reporten. Wir schreiben Tickets, nennen wir die. Da schreiben wir halt, beschreiben wir das grundlegende Problem. Problem X, wenn User das macht.
Und da müssen wir dann so viele Infos wie möglich geben zu dem, den Schritten, wie der Spieler eben zu dem Problem gekommen ist, wie die Schritte waren, wie man diesen Bug auch reproduzieren kann im besten Fall. Welchem System du auch spielst. Auf welchem System man spielt. Kann ja unter Umständen da an einer gewissen Grafikkarte liegen oder genau, so. Also, dass der eine Spieler hat dieses Problem, der andere nicht. Genau. Und dann muss man eben rausfinden, woran das liegen kann, dass die Entwickler möglichst gut dagegen vorgehen können, dass das nicht mehr passiert. Jetzt kam eine gute Frage. Ja. Wie lange hat eure Ausbildung gedauert? So, die Frage an sich ist schwer zu beantworten, weil es gibt also zumindest bei uns keine klassische Ausbildung zum Tester. Ja. Tatsächlich hat jemand schon gerade gesagt, die meisten Tester sind Werkstudenten. Das stimmt so halb. Ja, da kann ich mal vielleicht meine Geschichte erzählen, wie komme ich denn hierher? Also ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe nämlich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich erst 2 Ausbildungen gemacht und dann noch ein Studium drauf. Ich habe als allererstes tatsächlich eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten gemacht und dann darauf aufbauend eine Ausbildung zum Übersetzer. Das wollte ich dann noch ein bisschen mehr vertiefen und habe dann einen Bachelor im Fachübersetzen mit den Schwerpunkten Naturwissenschaften und Technik gemacht. Wie komme ich jetzt hier in die QA, im Testing, in der Gaming-Branche? Ich habe hier angefangen zu arbeiten, als ich noch studiert habe, auch als Werkstudent damals, in Teilzeit. Und ja, als dann langsam mein Studium zu Ende ging, habe ich mir gedacht, mir gefällt's hier, ich will hier bleiben. Tja, und dann hat sich das alles so ergeben und jetzt sitze ich Vollzeit in der QA und teste Spiele. Ja. Genau. Also da ist schon was dran, dass viele Tester Werkstudenten sind, ja. Das ist schon richtig. Allerdings arbeiten bei uns auch, ich wüsste es gar nicht auswendig, bestimmt 5 oder 6 Vollzeittester oder noch mehr mittlerweile, ne? Ja, auf jeden Fall eine Handvoll. Von denen haben einige als Werkstudenten angefangen. Genau. Manche auch als Praktikanten oder so. Und einige sind aber auch direkt Vollzeit als Tester hierher gekommen. Ja. Genau. Ja, und das ist, wir haben alle komplett unterschiedliche Bildungshintergründe, auch verschiedene Studiengänge. Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel ist es gar kein Problem, dass ich so aus einer komplett anderen Branche eigentlich komme. Im Endeffekt bringt das einen riesen Mehrwert tatsächlich. Also jeder Tester hier bei uns hat ganz unterschiedliche Stärken. Wenn jetzt ein Kollege einen eher technischen Bildungshintergrund hat, kann der sich natürlich in den ganzen technischen Tests viel mehr einbringen, weil die auch viel mehr Hintergrundwissen haben, wie die ganzen Mechaniken funktionieren und wie die entstehen. Was zum Beispiel vielleicht ein bestimmter Auslöser von einem Bug ist. Und in meinem Fall ist es natürlich meine Spezialität sind dann zum Beispiel die Lokalisierungen von den Spielen, also die Übersetzungen. Genau. Die sind auch ultra wichtig und somit kann ich mich dann praktisch in den Loka-Tests, also einfach diese Sprachtests in den Spielen, um zu schauen, ob die, je nachdem, jede Sprache funktioniert anders und manche Sprachen haben sehr lange Wörter oder sehr kurze Wörter oder auch ein ganz anderes Schriftsystem. Da muss man immer schauen, wie reagiert das Spiel auf verschiedene Sprachen, werden die richtig angezeigt, zerschießt irgendwo das Layout in irgendeiner Textbox. Also es findet auf jeden Fall viel Anwendung. Genau, das ist auch wieder der Punkt. Auch im Testing, fast egal, wo deine Stärken sind. Genau. Ja.
gibt es einen Platz für dich. Ja, man genau. kann jeden Input brauchen. Und ja. es gibt auch, ist es auch vielleicht ein bisschen eine Fehleinschätzung, dass Tester Pro-Gamer sein müssen und so. Das stimmt auch Nein, nicht unbedingt. Nicht. Also im Gegenteil, je breiter wir aufgestellt sind, ja. desto mehr können wir eben vergleichen. Hat vielleicht jemand, der eher weniger spielt privat, größere Probleme damit ist, dann können wir feststellen, ah, okay, vielleicht ist das Spiel zu schwer. Ja. Es ist unheimlich wichtig, dass wir hier im Testing eine sehr diverse, ja. Sehr divers, breit gefächerte Art von Gamer auch hier haben. Von Casual bis Pro-Gamer, nennen wir sie jetzt mal. Und auch vor allem, es ist sehr wichtig auch, dass wir Leute hier haben, die unterschiedliche Interessen an Genres auch haben. Ich zum Beispiel habe kaum Interesse an Shootern, dafür bin ich aber absolut bei Rollenspielen und Simulationsspielen oder auch Strategiespielen bin ich vorne mit dabei, genau. weil es einfach voll mein Ding ist. Und da kann ich auch eventuell mehr Feedback geben, wie man das der speziellen Fanbase, sage ich jetzt mal, auch noch spaßiger gestalten kann, die Spielexperience. Und gleichzeitig könntest du bei einem Shooter sagen, ich spiele das nicht genau. so oft, aber es macht mir aus dem und dem Grund vielleicht trotzdem Spaß. Genau. Oder es würde mir mehr Spaß machen, wenn das und das anders wäre. Genau. So kann man dann eben versuchen, so viele wie möglich anzusprechen. Genau. genau. Man muss ja alles, hier wird gerade schon im Chat auch gesagt, man muss ja alles abdecken, Casual-Spieler bis Hardcore. Genau. Und jeder hat eben auch ein Auge für andere Dinge. Genau, genau. so ist es. Das ist es. Und ich glaube, wir haben schon ganz schön überzogen Oha. Den QA-Block. Oh, Verzeihung. Nee, alles gut, alles gut. Wir sind ja flexibel, wir sind ja flexibel. Ja. Aber wir gehen ganz kurz wieder in die Intermission und dann sind wir zurück mit einem ganz besonderen Berufsbild, das für mich auch noch sehr neu ist. Da freue ich mich schon drauf und sprechen gleich mit Carola. Bis genau. gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Cool. Hallo. Hallo Carola, willkommen im Grüß Stream. Euch. Willkommen. Pass auf, jetzt wird es nämlich richtig spannend. Du bist oh. ja noch ziemlich neu bei uns bei Handy Games. Ja. Und du bist unsere Feel-Good-Managerin. Ja, tatsächlich, ja. Jetzt geht's los. Erzähl mal, was ist dein Job? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Oh, das sind viele Fragen auf einmal. Was mache ich den ganzen Tag? Ich habe erstmal die Zeit genutzt, in der es hier ein bisschen ruhiger war, Corona-bedingt, alle Kollegen kennenzulernen, die hier im Office sind, die im Homeoffice sind. Und das hat schon mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich bei den Gesprächen eingefangen, wo geht denn die Reise hin? Also was wünschen sich denn die Kollegen? Was wäre toll zu haben? Was könnte man machen, wenn es wieder erlaubt ist? Also wo ist wirklich der Bedarf und mit was kommt man gut an? Weil das ist ja letztendlich der Sinn und Zweck dieser Tätigkeit. Ja, und so haben wir dann angefangen. Ganz wichtiges Thema, neue Kaffeemaschine. Kaffee ist in jedem Büro ganz, ganz wichtig. Ja, Konsti, lach nur. Nein, bin ich absolut bei dir. Genau, das war ganz großes erstes Thema. Dann haben wir uns überlegt, also ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen Aktivität hier im Haus wäre gut und haben einen Fitnessraum eingerichtet. Hier an der Stelle schon mal danke an alle, die da aktiv mit dabei waren. Und das Projekt ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Und Thema Green Office. Ist gerade ganz spannend. Wir haben gestern die erste Lieferung bekommen und die Büros sind plötzlich sehr viel
lebendiger, grüner, freundlicher. Und das ist sicherlich auch etwas noch, was wir ausweiten werden. So, das war erstmal so, was ich aktuell mache, was ich machen werde, wenn es Corona wieder zulässt und wir wieder Veranstaltungen im weitesten Sinne machen dürfen, Aktivitäten machen dürfen. Dann wird natürlich auch die eine oder andere Feier stattfinden. Wir werden rausgehen oder wir werden irgendwo uns austoben, also einfach wirklich Aktivitäten außerhalb der Arbeit, außerhalb der Schreibtische, dass einfach wirklich sehr viel Leben hier entsteht. Aber wie gesagt, das ist eben erstmal nach der Pandemie. Klar. Ja, und der andere Teil der Frage, Entschuldigung, helf mir. Wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man dazu, Feelgood Manager zu werden? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und habe die Anzeige gesehen und habe sie erstmal so ein bisschen überlesen und dachte mir, ach, das ist das. Und habe dann beim zweiten Mal intensiver geguckt und habe Google gefragt, was ist denn bitte schön ein Feelgood-Manager, weil ich konnte mir unter dem Begriff absolut nichts vorstellen. Und als ich dann so geschaut habe, was sind das für Anforderungen, was macht man da, und mit dem Feedback, den ich habe aus der Gastronomie, aus dem Veranstaltungssektor, dachte ich, oh, das hört sich gut an, das passt. Das sind viele, viele Komponenten, die ich schon gemacht habe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben, die ich auch gerne wieder machen möchte. Und habe mich beworben, hatte ein super, war sehr langes, aber ein ganz klasse Vorstellungsgespräch. Und kurze Zeit später habe ich dann auch hier anfangen dürfen und darf jetzt das Team erweitern, unterstützen und vervollständigen. Ja, wir sind auch alle sehr froh, dass wir dich haben. Das muss man einfach mal sagen. Danke, danke sehr. Man merkt wirklich, wie sich hier einiges verändert im Büro zum Positiven. Schön. Ja. Vielen lieben Dank. Bussi. Ja. Nee, ehrlich. Also es ist ja wirklich schön, dass jemand, ich meine, alle haben ja immer diese Ideen und so. Ideen waren ja schon immer da, ne? Was wir alles Tolles machen wollen und so. Mhm. Aber jemanden zu haben, der sich wirklich dediziert darum kümmern kann, dass das dann auch umgesetzt wird, ist einfach Gold wert. Weil, ja, gestern, wie du gerade gesagt hast, kamen die ersten schönen Blumen. Genau. Oder was heißt Blumen? Große Pflanzen tatsächlich auch. Also Blumen ist hier ein bisschen untertrieben vielleicht. Und naja, es macht halt einfach viel her, wenn es einfach ein bisschen Leben hier im Büro stattfindet und alles schön dekoriert ist und eben auch es guten Kaffee gibt und diese ganzen Kleinigkeiten. Ne? Viele Kleinigkeiten machen eben doch einen großen Unterschied fürs Wohlsein, Wohlbefinden und auch für den Teamgeist so. Großen und Ganzen, glaube ich. Das ist absolut. Das ist cool. Du hilfst zum Beispiel auch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, wir haben einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen oder so. Ja. Dann würdest du denen auch helfen bei der Wohnungssuche zum Beispiel. Genau. Solche Sachen. Genau. Events hast du ja vorhin angesprochen. Wenn das mal wieder stattfinden kann, ist im Moment natürlich schwierig, klar. Ja, genau. Cool, ja. Ich meine, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber kannst du den Beruf Feelgood Management denn empfehlen bis jetzt? Ja, definitiv. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich, sehr kurzweilig. Ich weiß letztendlich nicht, weil ich hier in der Früh in die Firma komme, was erwartet mich den Tag, was sind für Anforderungen da. Also es ist sehr, sehr dynamisch, sehr abwechslungsreich. Das ist das, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich bin da eher immer so ein bisschen dynamisch, Flow, also alles, was einfach nicht statisch ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut, und auch die Zusammenarbeit mit wirklich vielen Kollegen, ob jetzt hier direkt vor Ort oder über die verschiedenen Module online, das ist wirklich sehr, sehr schön. Man muss kommunikativ sein, man sollte sehr aufgeschlossen sein anderen gegenüber, einfach so eine gewisse Flexibilität mit dazu kommt, dann ist das auf alle Fälle ein sehr, sehr schönes Berufsfeld, was einfach Spaß macht. Sehr cool. Ja, ne? Und das ist also auch, ich bin letztendlich dafür da, dass ihr Spaß habt. Oh. Ja, kann man schon ein bisschen so sagen. Und wenn du selber noch Spaß dabei hast, dann ist es am besten. Perfekt, ja. Genau. Ja, sehr schön. Und ich glaube auch, es ist ja
Also ich muss ja sagen, ich habe von dem Job Feelgood Management ja tatsächlich zum ersten Mal gehört, als du zum Vorstellungsgespräch gekommen bist oder kurz vorher, ja, als wir die Stelle ausgeschrieben hatten. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es sowas gibt. Es macht total Sinn jetzt im Nachhinein. Absolut. Und ich bin mir sicher, dass diese Position oder Positionen in der Art auch überall sonst Einzug halten werden in der Zukunft. Also das hat jetzt, dein Job ist vielleicht der oder einer der hier bei uns, der mit Gaming direkt nicht unbedingt viel zu tun hat. Das stimmt, ja. Sondern einfach mit dem, ja, mit dem Teamgefühl und Unterstützung des ganzen Teams und so. Und das ist ja überall wichtig, ne? Also auch außerhalb der Gaming-Branche. Ja, absolut. Ja, umso cooler. Beruf gibt es eigentlich auch so noch gar nicht so lange, also seit 2 oder 3 Jahren ist etwas, was aus Amerika hier rüber kam. Und bisher in erster Linie bei großen Kreativfirmen angewendet wird. Also von dem her alles richtig gemacht. Sehr gut, sehr gut. Wir sind eine kleine, große Kreativfirma, würde ich sagen. Genau. Mittelgroß, aber ständig am Wachsen. Ja. Umso wichtiger und umso schöner, dass wir dich haben. Cool, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke euch. Und dann wollen wir dich gar nicht länger von der Arbeit abhalten. Ja. Super. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und einen schönen Nachmittag wünschen wir dir noch. Wünsche ich auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. So, und da sind wir schon wieder. Hi. Und bei uns ist jetzt der Daniel. Und der Daniel ist Producer bei Handy Games. Jetzt wird es richtig spannend. Was macht ein Producer in der Gaming-Branche? Was macht ein Producer? Ja, ich glaube, man kann es ganz gut beschreiben mit machen und machen lassen. Also eigentlich sind wir so die einmal natürlich der Zwischenpol zwischen dem Entwickler und dem Publisher. Also wir sind ja nicht nur Entwickler bei Handy Games, wir sind ja auch Publisher. Das heißt, viele Entwickler weltweit suchen jemanden, der sie ein bisschen unterstützen kann, also auch finanziell natürlich, weil eine Produktion kostet natürlich Geld. Und die suchen auch jemanden, der ihnen dann hilft im Vertrieb und ins Marketing etc. mit all diesen Geschichten oder auch QA. Da kann Anna ja auch so ein bisschen mitsingen, ne? Ja. Und genau, und die brauchen halt jemanden, der sie ein bisschen betreut. So quasi der Papa-Ersatz dann in dem Fall. Und da helfen wir denen halt ein bisschen dann aus, vermitteln natürlich dann auch zur Chefetage quasi, weil die wollen ja auch wissen, wie sieht es gerade aus in dem Projekt, wie läuft es da. Und wir helfen dann als Producer den Entwicklern, dass sie halt das Projekt fertig kriegen im Prinzip, ne? Da hast du ein bisschen Projektmanagement dabei. Hast ein bisschen, auch Feedback natürlich, ne? Man kommt ja ein bisschen aus der Branche und
weiß vielleicht, was vielleicht funktionieren kann, was vielleicht Leuten Spaß macht. Man hofft es zumindest, aber meistens geht man natürlich schon von sich selber auch aus. Aber eigentlich ist es so der Hauptbestandteil, ne? Dass man quasi versucht, dass alle zufrieden sind, sowohl die ganz oben als auch die ganz unten. Genau, ja. Du hast schon gesagt, es geht auch darum, dass ja die Entwicklerteams, die teilweise, ich meine, in unserem Fall, wir entwickeln und publishen. Dadurch sind wir so ein bisschen unabhängig mit unseren eigenen Projekten, aber wir haben ja viele Projekte eben auch außerhalb von Teams aus der ganzen Welt. Das habt ihr im Intro-Video vorhin auch kurz gesehen, da haben wir ja ein paar ganz kurz vorgestellt. Und die, die arbeiten alle an ihrem Spiel und verdienen natürlich erstmal kein Geld, solange sie dieses Spiel nicht verkaufen können. Und da kommen wir dann ja ins Spiel. Wie funktioniert so eine Planung, wenn man, wenn jetzt ein Team zu dir kommt und dir so ein Projekt pitcht, die stellen dir dann im Idealfall vielleicht einen Prototypen vor oder irgendeine kleine Demo oder sowas. Worauf achtest du da und wie entwickelt man so einen Milestone-Plan und Budget und so weiter? Also grundsätzlich muss man ja wahrscheinlich diesen Komplettgang dann auch irgendwie in Betracht ziehen. Das heißt, es geht ja los mit diesem Pitch. Das ist so wirklich so Höhle der Löwen-Style. Das heißt, wir sind ja dann nicht nur Producer, sondern auch ein bisschen Biz-Dev, nennt man das heutzutage, Business-Developer. Quasi, wir versuchen ein Geschäft an Land zu ziehen. Ist in der Gaming-Branche nicht ganz so trocken, zum Glück. Weil das wäre sonst nichts für mich. Ja. Ist dann eher so, du gehst dann im Normalfall auf die Messen, lernst dort halt nette Menschen kennen, weltweit, von Mexiko bis Frankreich, bis egal wo. Und die präsentieren dir halt dann ihr Produkt und sagen, du, pass auf, wir wollen hier ein Spielchen machen, wir bräuchten halt ein bisschen Hilfe, wir bräuchten sonst viel Geld. Was hältst du von dem Produkt? Lernst du dann auch kennen, gehst dann mit denen vielleicht auch sogar noch feiern oder sonst was. Du hast halt wirklich einen menschlichen Kontakt zu denen. Es ist also nicht nur so striktes Business. Und wenn sich daraus was entwickelt, wo man sieht, ja, das könnte passen, man ist sich gegenseitig sympathisch und das Projekt sieht auch so aus, als könnte das zu uns passen als Firma, dann helfen wir denen. Und dann geht's halt los. Dann hat man halt im Normalfall am Anfang natürlich einen Prototyp, wo wir aber ja schon beurteilt haben, dass wir mit denen arbeiten wollen und da ein bisschen Potenzial sehen. Und dann geht's halt weiter, damit das nochmal der Entwickler natürlich dann schon so ein bisschen Projektplan hat und seine Struktur festlegt, das wird dann natürlich zusammen mit dem Produzenten, also mit dem Producer noch so ein bisschen gefestigt und verbessert hier und da. Und dann hat man seinen Plan. Das ist dann der Plan, nach dem dann die Entwicklung stattfindet. Das ist dann meistens so monatsbasiert oder alle 2 Monate, dass man dann so sogenannte Milestones hat. Milestone bedeutet ja Meilensteine, wo man halt bestimmte Ziele einfach festlegt und versucht, die einzuhalten. Das kann sowas sein wie Level 1 bis 2 fertig. Oder in einem Plattformer, dass die Sprungmechaniken funktionieren vom System, weil das ist ja sehr komplex, so ein Spiel. Ne? Du hast ja da so viele Leute, die dran arbeiten, von Programmierern bis Grafiker bis Musiker, Sounddesigner, alles Mögliche, bunt gemischt. Und jeder muss ja seinen Teil dazu beitragen, zu dem Produkt dann am Ende immer. Ne? Und da hilfst du halt dann und du kontrollierst halt dann, ob sie es schaffen. Und wenn sie halt Probleme irgendwo haben, versuchst du halt, die Probleme zu lösen zusammen mit denen. Ne? Das ist so eigentlich dann immer der Werdegang. Ja. Von Prototyp geht es halt dann weiter in weitere Versionen, die man vielleicht auch mal zeigen könnte der Öffentlichkeit. Da geht es dann auf den Messen los mit Demos. Und irgendwann, wenn alles gut läuft, hast du halt dann irgendwann das Produkt, das dann auf den Plattformen halt zu kaufen gibt oder halt im Laden sogar steht. Ne? Genau. Ja. Habe ich jetzt die Frage überhaupt beantwortet? Ich glaube schon, oder? Ja, doch. Nee, sehr gut. Yay. Das war sehr ausführlich, wunderbar. Nee, perfekt. Vielleicht ein bisschen zu deinem Werdegang. Wie kommt man dazu, Producer zu werden? Ich meine, haben wir auch vorhin schon öfter mal drüber gesprochen. Es gibt für fast alle Bereiche hier einige Wege, wie man da hinkommt. Also es gibt da selten so einen ganz klaren Schritt für Schritt Anleitung, der man da folgen kann. Aber in deinem Fall, was war dein Bildungsweg? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also wie du sagtest, es ist ja eigentlich bunt gemischt. Ne? Wir sind aktuell, glaube ich, so 5 oder 6 Producer bei uns in der Firma. Leider nur eine Frau bisher, also ne, wir brauchen noch mehr. Auf jeden Fall. Werdegangsmäßig, ja, bei mir war es auch so ähnlich wie beim Jens, den ihr vorhin kennengelernt habt. Ich habe eigentlich Game Design studiert. Ich wollte halt irgendwas mit
Spielen machen. Ne? Ich wollte irgendwas Kreatives machen, schon immer. Erst wollte ich zum Film und dann, ach komm, Spiele, cool, man kann das jetzt auch studieren, wow, mache ich mal, probiere ich mal. Habe dann Game Design studiert in München und habe dann bei Handy Games irgendwann angefangen als Game Designer, ja? Und habe, glaube ich, 10 Jahre lang ungefähr Spiele designt dann. Ne? Also anfangs natürlich die Handy-Games, also die Mobile-Games. Wo ich ehrlich gesagt, ich bin jetzt einfach mal ehrlich, ich konnte nie so richtig was anfangen mit Handyspielen. Das war nicht das, was ich privat wirklich gespielt habe. Aber man hat sich natürlich damit dann angefreundet und trotzdem konnte ich versuchen, mich da so ein bisschen zu verwirklichen als Game Designer dann. Ne? Und ich wollte aber halt immer Konsolenspiele machen. Und das haben wir dann zum Glück irgendwann auch angefangen. Aber irgendwann ging es halt dann, wollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr oder dann wollte ich auch ein bisschen mehr Abwechslung und nicht nur immer nur mich dazu versteifen auf ein Projekt. Und weil ich, glaube ich, so gerne quassel, habe ich dann auch irgendwann entschieden, dass ich so ein bisschen mehr in diese Leaderrolle vielleicht rein will und ein bisschen mehr Teammanagement machen will. Und dann bin ich halt über Publishing und dieses Business und diese Messewelt dann aber auch zum Producing gekommen. Ne? Und bin jetzt halt seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr Producer bei Handy Games. Ja. Sehr cool. Ja, dann, ich kenne dich nur als Producer. Das, und ich bin seit ungefähr 3 Jahren hier, von daher kommt das wahrscheinlich hin. Sehr cool. Ja, ich habe gerade, das ist eine sehr, sehr spezielle Frage gerade gekommen. Wie eng wird bei euch mit Scrum gearbeitet? Ganz typisch mit PB, den Scrum-typischen Sprintzeiten und so weiter. Oder nehmen wir nur bestimmte Bausteine aus der Scrum-Theorie und habt ihr das für euch angepasst? Also ich glaube, bei den internen Projekten, ja, ich meine, Scrum ist weltweit eigentlich schon recht verbreitet, muss man dazu sagen, ne? Intern, wir haben schon unsere eigene Variante, die für uns halt intern einfach besser funktioniert. Ist aber schon relativ nah dran. Also es hilft ja eigentlich nur, dass man so ein bisschen mehr den Überblick bewahrt, ne? Dass du weißt, wer wann, wo, was zu tun hat, wer ist hinten dran, wie lange dauert es ungefähr. Wird auch weltweit so ausgeübt, aber vielleicht mit anderen Wochenrhythmen oder ein bisschen anders hier und da. Aber ja, Scrum wird überall verwendet. Ja. Es ist jetzt auch kein schlechtes System. Also, ja, nee, vor allem Spielentwicklung, ein Spiel ändert sich halt immer. Ne? Während der Entwicklung, es kann sein, es fängt an als lustiges Jump'n'Run und endet dann als Horror-Adventure, weil man während der Entwicklung gemerkt hat, oh verdammt, eigentlich ist es zu Zielpublikum oder das Spiel würde mehr Spaß machen, wenn, etc. Also es kann alles passieren. Spielentwicklung macht es möglich, ja. Und dann ändert sich natürlich auch viel. Dann kann so ein Milestone-Plan auch schon mal über den Haufen geworfen werden, wahrscheinlich. Leider passiert das manchmal, ja. Auch wenn es der Chef ungern hört. Ja. Dafür Gruß an meine Chefs. Ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt, unser Ziel als Handy-Games im Allgemeinen, also jeder hier und auch unsere Entwickler außerhalb, das Ziel ist es ja immer gemeinsam, den Weg zu finden, der uns dazu führt, dass das Spiel so gut wird, wie es sein kann. Ja. Die bestmögliche Version für jedes Projekt. So, das ist ja das Ziel für alle Beteiligten. Und klar, manchmal dauert es dann halt ein bisschen länger als geplant. Das ist dann auch ärgerlich, sowohl für die Leute, die darauf warten, als natürlich auch unter Umständen für die Leute, die daran arbeiten. Ja. Kann natürlich auch frustrierend sein, ist schon klar. Aber am Ende. Bitte? Da braucht man auf jeden Fall Ausdauer. Auf jeden Fall, genau. Willenskraft. Aber am Ende wollen wir alle, dass das Spiel so gut wie möglich sein kann. Christopher schreibt gerade Gruß zurück. Sehr gut. Was ist denn so dein Lieblingsaspekt am Producer sein? Oder was findest du vielleicht eher am schwierigsten? Oder was macht dir vielleicht nicht so viel Spaß? Worauf muss man sich einstellen? Gut, ich meine, du hast ja in jedem Job irgendwas, was dir keinen Spaß macht. Ne? Das ist ja normal, glaube ich. Ich glaube, keinen Spaß macht natürlich, wenn du böse Nachrichten überbringen musst oder sowas, sowohl an die Chefs als auch an die Entwickler natürlich. Weil manchmal musst du halt ein bisschen hier die Zügel anziehen, ne? Wenn du siehst, die nehmen was zu locker oder, ich meine, Probleme gibt es halt überall. Ne? Jeder ist halt nur ein Mensch und das passiert halt natürlich gerade weltweit, weil natürlich auch die ganzen Studios anders arbeiten, ne? Du hast andere Mentalitäten, du hast andere Menschen mit anderen Fähigkeiten. Deswegen ist es natürlich manchmal schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, dass man trotzdem irgendwie pünktlich in der Qualität auf dem gleichen Level irgendwie bleibt. Ja. Das ist nicht immer einfach, aber es macht andererseits halt auch viel Spaß, weil du hast halt dadurch quasi diese Aufgabe, dass alle glücklich sind und sein sollen.
Und mir macht das ja auch Spaß, die alle kennenzulernen. Ne? Ich meine, ich habe jetzt so viele Kontakte, die ich überall besuchen könnte, weltweit. Das ist natürlich super. Plus generell, dass du halt, du lernst halt unglaublich viel, ne? Von diesen verschiedenen Arten von Teams, wie die arbeiten. Und es macht halt dann schon Spaß, wenn am Ende dann da auch noch was rauskommt, was halt dann auch noch die Leute da draußen mögen. Weil darauf kommt es ja an, ne? Der Spieler ist halt nun mal der Endkunde. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch für mich persönlich so die größte Belohnung, sage ich mal, ist am Ende, wenn die Reviews kommen und einfach die Leute sich freuen und Spaß an dem Produkt haben. Das ist, glaube ich... Richtig, ja. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist für fast alle hier das Größte. So. Wenn es am Ende ein gutes Spiel wird. Ja. Hm. Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist immer das Ziel. Und das ist ja auch für die Entwickler ja auch so. Ne? Ich meine, die haben ja ihre Vision am Anfang und freuen sich dann, dass sie jemanden gefunden haben, der die Vision unterstützt. Und wenn sie dann draußen, ich meine, für dieses, dann machen wir noch komplett neu. Ne? Bei uns gab es jetzt halt schon ein paar Mal, ja, wir wissen, wir schaffen es, manchmal Preise zu gewinnen. Jetzt wie El Hijo, Deutscher Computerspielpreis, yay. Ja. Die Entwickler, für dieses halt noch Neuwelt teilweise, weil die meisten Entwickler, die wir publishen, sind halt wirklich auch, kommen frisch vom Studium oder haben halt noch nie Spiele selber veröffentlicht, haben es vielleicht irgendwo gelernt in einer anderen Firma. Und wenn die das erste Mal dann einen Preis gewinnen oder irgendwo in der Öffentlichkeit genannt werden, das ist natürlich super dann für die. Die freuen sich dann. Und das tut ja dann auch gut. Ne? Also ich freue mich halt immer, wenn die anderen sich freuen, und ich ärgere mich aber auch, wenn die anderen sich ärgern. Ja, klar. So ist es, glaube ich, wenn man Leader-Positionen übernehmen muss, dann, ja, du freust dich und leidest mit dem Team. Das ist, glaube ich, einfach Teil der Sache, ja. Ja, es passiert manchmal, ja. Cool. Was würdest du denn sagen, welche Stärken sollte man mitbringen als Producer? Welche Fähigkeiten? Ich habe gar keine Fähigkeiten. Nein, nein, Spaß. Ich glaube, du musst einfach ein bisschen, man muss sich ein bisschen durchsetzen können. Man muss quasseln können. Man muss den Überblick bewahren und aber auch balancieren, sage ich mal. Ne? Weil manchmal gibt es halt auch schlechte Nachrichten oder du musst mal ein bisschen härter durchgreifen. Darfst es aber natürlich jetzt nicht so verpacken, dass alle danach sauer sind. Oder so. Also ich glaube so, wenn man koordiniert an sowas rangeht, also wirklich diese Übersicht bewahrt und nicht alles ins Chaos gleiten lässt und nicht schüchtern unbedingt vielleicht ist, dann kann das ganz gut klappen, ja. Sehr schön. Und vom Ausbildung her würde ich auch sagen, also ist unabhängig. Du kannst auch als Quereinsteiger, glaube ich, sowas anfangen. Du brauchst halt so ein bisschen vielleicht nicht Grundtalent, aber ja, das, was ich gerade gesagt habe, dass du halt ein bisschen dich durchsetzen musst. Und dass du halt natürlich ein Faible dafür hast und dich dafür interessierst. Ne? Genau, so ein bisschen Projektmanagement-Skills sind da, glaube ich, nicht fehl am Platz. Jan schreibt gerade, Taktgefühl ist ganz wichtig. Ja, das auch. Ja, man muss auch mit Menschen umgehen können, klar. Ja, genau. Am Ende hat man es einfach mit Menschen zu tun. Ja, richtig. Und man darf eben immer nicht vergessen, die Entwicklerteams teilweise, ne, das ist ja wirklich das sind deren Babys, die arbeiten da viele, viele Jahre an solchen Projekten und machen das Vollzeit und von Anfang bis Ende und ja, das ist einfach, da muss man auch mit dem nötigen Respekt dran gehen, glaube ich, und das ist halt ganz wichtig. Ja. Das ist richtig, ja. Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Wir wollen dich nicht weiter abhalten von der Arbeit. Die Rechnung kommt, ne? Ja. bitte an Markus und Christopher. Ja. Oder direkt an Arthur. vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Nachmittag. Euch auch, ne? Viel Spaß euch noch. Danke, danke. Ciao. Bis dann, ciao.
So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Da sind wir jetzt mit Johann. Johann Hi. Ist einer unserer Artists. Vorhin wurde gefragt, müssen Mediengestalter gut zeichnen können? Dann hat Steffi gesagt, nicht unbedingt. Beim Artist stelle ich mir vor, ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Genau, ja, das gehört natürlich dazu. Deshalb nennt man den Beruf auch Game Artist. Also man muss schon künstlerisch begabt sein und ja, schon talentiert auch und kreativ sein. Ja. Und speziell als Game Artist, was ist dein Job? Also es ist ja mehr als einfach nur zeichnen den ganzen Tag. Genau, also im Grunde genommen machen wir als Game Artists all das Visuelle, all das, was man im Spiel sieht. Natürlich mit der Hilfe von Programmierern und Game Designern. Aber im Endeffekt, das, was ihr seht auf dem Screen, das, was ihr spielt, das haben Artists gemacht. Sei es eine Illustration, Animation, der Startscreen oder die Menüelemente, das wird hauptsächlich von den Artists gemacht, ja. Und wie kommt man dahin? Also was ist dein Ausbildungsweg gewesen? Wie bist du da gelandet, okay, wo du bist? relativ lang, aber ich glaube, das ist normal bei kreativen Leuten. Also ich habe schon als Kind gemerkt, okay, ich zeichne gerne, ich schaue mir gerne Animationsfilme an. Und besonders war ich schon seit der Kindheit ein Fan von Comics, besonders Marvel Comics, Superhelden-Stories. Und da habe ich schon mit relativ jung angefangen zu zeichnen. Und so lernt man das ja auch schon, bis man erwachsen wird. Und man wird stärker in den zeichnerischen Skills. Ja, das ist ein sehr langer Prozess, glaube ich. Und man lernt wahrscheinlich auch nie aus, ne? So wie mit vielen kreativen Dingen. Du wirst einfach langsam, aber sicher immer, immer besser. Ne? Absolut. Mhm. Genau. An Erfahrung führt kein Weg dran vorbei in dem Fall. Ja, es sind ja auch viele Bereiche, die man abdecken muss. Das ist ja wirklich nicht nur das Zeichnen. Das Zeichnen, das ist, sind die Basics. Die muss man mitbringen und alles andere lernst du dann in der Schule, im Studium und dann am Ende auch auf der Arbeit. Und dann lernst du Jahr für Jahr neue Programme oder ja, neue Sachen kennen. Genau. Wir hatten gerade schon die erste Frage. Ich glaube, du hast uns auch ein bisschen was vorbereitet. Wie geht man denn beim Designen vor in so einem Fall? Gut, soll ich jetzt schon ein Screen sharen? Kannst gerne zeigen. Wir reden einfach ein bisschen nebenbei darüber, was so abgeht. Einen Moment. Na klar, alles gut. So. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe, ihr seht alles. Jawohl. Ja, man sieht. Gut. Ja. Ja, das ist zum Beispiel ein Spiel, an dem ich die letzten Jahre gearbeitet habe, Aces of the Luftwaffe. Und da waren wir 1 bis 3 Grafiker ungefähr, aber hauptsächlich habe ich die meisten Grafiken da gemacht. Mhm. Wie auch die Jungs in anderen Projekten. Wir waren da wirklich nicht viele Grafiker. Deshalb muss man so viel wie möglich abdecken. Aces of the Luftwaffe, das ist so ein Cartoon-Shooter, wo du einfach in der Luft fliegst und Gegner abschießt sozusagen. Kann ich ein kurzes Video zeigen. Und ja, wie gesagt, alles, was ihr seht, stammt von einem Artist, die Hintergrundobjekte, die Game-Elemente, die hier animiert werden und natürlich auch die Porträts. Mhm. Also hier haben wir zum Beispiel einen Gegnertyp, das sind Zwillinge, die haben wir Terror Twins genannt. Und ja, eine davon ist so ein bisschen engelhaft, die andere hat so einen Teufel-Charakter und ein Teufel-Aussehen. Und ja, meine Aufgabe in diesem Fall war jetzt so ein Character-Artwork zum Beispiel zu kreieren. Und da will ich gerne mal euch den Prozess zeigen, wie man das anfängt. Genau, das ist das Endergebnis hier sozusagen. Man fängt halt mit einer simplen Skizze an, am besten so grob wie möglich und meistens bleibt es auch nicht bei einer Zeichnung. Es sind mehrere Zeichnungen, die du dann dem Team präsentierst, du probierst ein paar Sachen aus. Am Ende muss es natürlich auch der Chef oder einfach der Leiter, der Manager von dem Projekt absegnen. Und das war hier in dem Fall so ein grober Sketch. Okay, wir wussten, der Charakter muss einen Bezug zu Deutschland haben, weil es so deutsche Gegner sind. Und ein bisschen militärisch angehaucht. Es ist eine Frau und die ist auch vom Charakter ein bisschen crazy. Deshalb, hier bin ich ganz
ganz rough drüber gegangen, ganz schnell gezeichnet. Und wenn das sozusagen fix ist, dann gehe ich da drüber, einen Moment, und mal dann die Linien besser aus. Das heißt, klare Definition von Linien, nicht, dass es so gekrisselt aussieht. Ja. Und dann hat man am Ende wirklich so ein sauberes Artwork, Linework. Ja, als nächsten Schritt geht es dann halt so könnte man, in die Kolorie. So würde man es jetzt fast ja schon in so einem alten Schwarz-Weiß-Comic sehen, ne? Vielleicht mit noch ein bisschen Schattierungen. Ja. Genau. Ja. Genau. Also speziell hier in diesem Spiel haben wir uns auf den Comic-Look so festgelegt. Das soll die übertriebene Action auch darstellen. Deshalb wäre das so der Arbeitsprozess, auch der auch typisch für Comic-Artworks ist. Mhm. Grundfarbbereiche habe ich hier dann definiert. Ein bisschen dann weiter ausgearbeitet. Dann kommen die Schatten für mehr Tiefe. Du willst es ja auch ein bisschen schicker darstellen, ein bisschen glaubwürdiger, Lichtreflexionen, ein bisschen Verläufe, dann können wir natürlich mehr Tiefe damit erzeugen. Und so Ebene für Ebene kreieren wir dann das finale Artwork. Ja. Weil am Ende muss es ja Leute überzeugen. Es darf halt nicht diese simple Zeichnung sein. Wir verkaufen ja Sachen. Es muss halt schon ein bisschen fancy sein und Leute wirklich neugierig machen. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Die Outlines sind zum Beispiel immer noch schwarz. Hier malen wir die dann bunt an. Und am Ende noch mit Special Effects. Und am Ende haben wir halt diese Dame draus geschafft. Sehr cool. Ja. Kommt sehr gut an, sehe ich auch schon im Chat. Also die Leute finden das. Freut mich. Finden sie sehr cool. Wie heißt diese App, wird gefragt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel oder Photoshop gemeint ist. Okay, also das Spiel ist Aces of the Luftwaffe. Das ist ein Spiel, produziert von uns, von Handy Games vor Ort. Haben wir jetzt auf alle Plattformen rausgebracht. PlayStation, Computer, Xbox und jetzt von neuem, vor kurzem auch für Smartphone-Geräte. Ja. Ja. Und das Programm, womit ich arbeite, ist in erster Linie Photoshop. Das ist Industriestandard und das hat so viel zu bieten. Nicht nur für simple Zeichnen, sondern auch, wenn es Richtung Design geht. Und das deckt auch viele Felder ab. Genau, also Photoshop ist was hier generell von ganz verschiedenen Arbeitsgruppen auch und Teams auch verwendet wird. Also sowohl im Artist-Bereich als auch jetzt im Marketing und so. Also fast alle arbeiten in irgendeiner Form mit Photoshop. Genau. Ich denke, kannst du vielleicht aus Erfahrung irgendwas empfehlen, womit die jüngeren Leute zu Hause vielleicht ein bisschen rumprobieren können, ohne dass sie viel Geld ausgeben müssen? Gibt es da was? Ich gehe ja wieder zurück zu mir. Seht ihr noch mein Video? Wir sehen also mich selbst? Dich sehen wir. Du kannst einfach die Bildschirmübertragung beenden und dann sehen wir dich auch wieder in größer. Genau. Ja, es gibt jetzt viele Möglichkeiten. Also ich persönlich habe vor 10 Jahren mein Studium beendet. Dann fing es gerade an mit dieser Digitalisierung oder mit einfach mehr Zugriff auf YouTube, auch die technischen Möglichkeiten. Und ihr jungen Leute, ihr habt heutzutage wirklich die Möglichkeit, euch alles zu holen, was ihr braucht. Photoshop kostet zwar, aber es gibt so viele freie verfügbare Programme, mit denen ihr zeichnen könnt, die wirklich Photoshop auch nahe kommen. Und ihr habt die Tutorials auf YouTube. Ihr könnt euch da ständig was anschauen und euch weiterentwickeln. Oder ihr habt jetzt sowas. Ihr könnt einfach so ein Tablet mitnehmen, könnt rausgehen und auch da drauf zeichnen. Also das hatten wir vorher zum Beispiel nicht. Und je früher ihr mit sowas anfängt, auch mit digitalen Sachen zu arbeiten, desto besser ist das natürlich für eure spätere Entwicklung. Klar. Eine Frage war, wie findet die Ideensammlung statt und wie wird darüber diskutiert? Ich meine, es gibt ja sicherlich Vorgaben auch, ne, in gewisser Weise. Also klar, es ist ein kreativer Beruf, aber es gibt ja einen Artstyle, an den sich alle halten müssen. Wenn du jetzt sagst, 2-3 Artists an einem Spiel arbeiten,
Das muss ja ein bisschen in sich auch geschlossen sein. Da kann ja nicht jeder einfach machen, was er will. Nee. Genau, also wir sind ja ein Team und deshalb entscheiden wir viele Sachen selbst und da muss man sich ein bisschen selbst organisieren. Meistens hast du auch so eine Person wie ein Lead Artist, der vielleicht so die grobe Übersicht über alles hat oder ein Game Designer, der die Spielvision hat und die dem Team näher bringt. Und wir als Artist, wir machen halt diese Konzepte. Wir sprechen natürlich mit dem Team, okay, was wird jetzt verlangt? Das war jetzt diese Sketch-Phase auch so wichtig. Man muss schon relativ schnell und grob zeichnen können und man muss auf jeden Fall seine Vision auch irgendwie schnell rüberbringen können. Und wenn der Sketch, die grobe Zeichnung schon die Leute überzeugt, dann weiß man, okay, man kann den nächsten Schritt gehen. Und ja. Genau, da wird dann quasi, du zeichnest verschiedene kleine Sketche und dann wird dann abgestimmt im Endeffekt oder es wird zumindest besprochen und dann gemeinsam beschlossen, welche Variante die beste ist, nehme ich an. Ne? Genau, ja. Je mehr du hast, desto besser ist es natürlich, weil jeder hat eine andere Vision und deshalb musst du auch viel Feedback von den verschiedenen Leuten auch in deine Arbeit mit übernehmen. Und dann stellt man halt vielleicht 5 bis 10, jetzt in diesem Fall, Charakter-Skizzen vor. Und dann muss man sich natürlich mit dem Team zusammen sich auf was einigen. Vielleicht gefällt das eine Artwork der Person lieber als der anderen, aber am Ende muss man sich einigen und dann, aber dadurch ist es auch so, wird es halt auch zu einem Projekt, wo wirklich jeder dran beteiligt ist. Ich allein bin nicht der Artist, der über alles bestimmt. Das ist ein Spiel, ist ein Projekt oder ein Ergebnis, an dem viele Leute mitarbeiten. Absolut, absolut. Eine Frage, ob wir die Spieler bei FIFA zeichnen. Also mit FIFA kann ich gleich sagen, haben wir nichts zu tun direkt. aber vielleicht zu dem Hintergrund, 3D-Art ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Da werden andere Programme verwendet. Aber der Workflow ist wahrscheinlich ähnlich, nehme ich an. Kennst du dich da aus? Oder bist du eher auf 2D spezialisiert? Ich war auf 2D spezialisiert, aber in unserer Firma, wir entwickeln uns auch weiter. Wir haben jetzt mit simplen Smartphone-Games angefangen, aber zurzeit produzieren wir auch intern Games, die auch für Konsolen rauskommen. Und natürlich musst du da auch ein bisschen dich weiterentwickeln. Und zurzeit machen wir auch hauptsächlich 3D oder viel 3D. Mhm. Und das meine ich auch. Als Artist musst du da flexibel sein. Auch wenn ich nur gezeichnet habe, muss ich jetzt diesen nächsten Schritt in Richtung 3D gehen. Und ja, da fängst du meistens auch mit der Skizze an, also grob zeichnerisch. Wie sieht der Charakter aus? Und wenn das okay ist, dann fängst du den Charakter an, in einem 3D-Programm so nach und nach auszumodellieren. Ja, cool. Sehr cool. Ja. Die Zeit ist schon wieder rum. Es geht viel zu schnell jedes Mal. Ja, tatsächlich. Ja. Man könnte noch stundenlang weiterquatschen. Ja, aber nee, es war doch sehr aufschlussreich, sehr interessant. Vielen Dank dir. Gerne. Für deine Zeit und wünschen dir noch einen schönen Nachmittag. Ja. Vielen Dank euch auch. Dann sprechen wir jetzt gleich noch mit Nicole zum Thema Bewerbungen. Und ja, dazu gleich mehr. Genau. Danke, Johann. Danke schönen dir. Nachmittag. Gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
So. So. Letzte Station, last but not least, haben wir die Nicole bei uns vom HR-Department. Und ja, Nicole, glaube ich, kann euch ein bisschen erzählen, wie bei uns Bewerbungen ablaufen, was wir vielleicht für Ausbildungen anbieten, solche Sachen. Da kennst du dich ja ganz gut aus. Ja, und vielleicht ja. Erstmal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was ist dein Job bei Handy Games? Okay, ja, ich bin hier HR-Managerin seit mittlerweile 5 Jahren, nochmal mit einer kurzen Unterbrechung, weil bei mir dann auch das dritte Kind kam. Dann war ich nochmal für ein Jahr daheim in Elternzeit, bin danach dann wieder eingestiegen, bin hier mit einer halben Stelle, also 20 Stunden die Woche. Und ja, kümmere mich sozusagen um diesen ganzen Bewerbungsprozess, Stellenausschreibungen, Bewerbungsgespräche für Erstkontakte bis Telefon, Vertragsvorbereitungen, Verträge, die dann raus müssen für die neuen Kollegen, Kolleginnen, die dann kommen. Also so dieses ganze Prozedere, was dahinter steckt, betreue ich sozusagen jetzt so ein bisschen ergänzend und unterstützend durch die Carola, unsere Feelgood-Managerin. Also so ein bisschen überschneiden wir uns dann auch in den Bereichen. Aber das, ja, also alles, was so zum Thema Personal ansteht, sei es arbeitsrechtliche Fragen auch, finden, landen dann bei mir letztendlich. Ja, das so vielleicht ganz grob zu mir, was ich hier mache. Sehr gut. Und genau. Die ersten Fragen sind auch schon reingekommen, ja. Zu denen du vielleicht ein bisschen was erzählen kannst. Was für Ausbildungen kann man bei Handy Games machen und kann man momentan Praktika machen? Okay, ich würde ganz gerne mal mit den Praktika starten. Also was wir hier immer regelmäßig anbieten, sind Schülerpraktika. Ich habe gesehen, so bei den Anmeldungen, die kamen, da waren ja viele Mädels, die so ja, 13, 14, 15 Jahre alt sind, also gerade so das richtige Alter, um so im Rahmen von einem Schülerpraktikum ja eine Woche hier mal reinzugucken. Und da gibt es die Möglichkeit, also je nachdem interessiert man sich jetzt tatsächlich für die Programmierung, dass man da für eine Woche eben im Bereich der Programmierung dann hier mal mit reinschnuppert. Je nachdem, was man vielleicht an Erfahrung auch schon mitbringt, fängt man ein bisschen an mit Game Maker zu arbeiten. Oder für diejenigen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung auch gesammelt haben, die dürfen sich dann auch anhand von einem Unity-Tutorial ein bisschen durcharbeiten, ein kleines Spiel konzipieren, ein kleines Spiel auf die Beine stellen. Das betrifft eben wirklich eher so den Programmierbereich. Für die anderen, die jetzt wirklich eher so in Richtung ja, künstlerisch, grafisch gehen wollen, haben wir jetzt auch immer mal im Bereich von Game Art oder mit unserem Marketing-Team zusammen dann ein Praktikum angeboten. Das ist dann ganz unterschiedlich, was man da macht, ob man da noch irgendwelche Videos bearbeitet oder Banner erstellt. Also ja, wo so ein bisschen das Interessensgebiet auch liegt, da dürfte hautnah auf jeden Fall dann hier mit dabei sein und bei uns im Team auch mitarbeiten. Genau, das ist ein Schülerpraktikum. Im Moment leider Corona-bedingt nicht möglich. Wir hoffen sehr, dass sich so die Situation und die Lage in den nächsten Wochen ein bisschen entspannen wird, dass wir das auch wieder anbieten können. Also wir haben das immer sehr gerne gemacht, freuen uns auch, wenn das dann bald wieder anlaufen kann. Hoffen, dass es dann zumindest spätestens zum Sommer hin dann wieder möglich ist. Und sei es auch, dass man von der Schule her vielleicht jetzt nicht mehr zwingend machen muss. Also ihr dürft euch auch jederzeit gerne für ein freiwilliges Praktikum hier bewerben, einfach eine Bewerbung schreiben, anfragen, für welchen Zeitraum ihr das gerne machen wollt und dann gucken wir, ob das möglich ist oder auch nicht. Aber das machen wir auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne. Genau. Wenn es von den Mehrheiten her machbar ist, dann immer gerne. Ja, eben. Also muss man immer ein bisschen gucken, aber da sind wir wirklich auch sehr offen von den Zeiträumen her und gucken wirklich, dass wir da euch die Chance geben, hier mal reinzuschnuppern. Also wir finden das im Allgemeinen sehr, sehr wichtig auch, wenn ihr da die Möglichkeit habt,
einfach mal ja, für eine Woche hier drin zu sein, zu gucken, Mensch, wie funktioniert das, so ein bisschen mal über die Schulter zu schauen. Ich glaube, da kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl und ein ganz gutes Gespür, so ein bisschen für die Branche auch. Und ist es das Richtige, was ich vielleicht dann später auch machen will oder eben auch nicht, ja. Genau. Genau. Das eben so zu den Schülerpraktika, Ausbildung hattest du ja gesagt, Konsti, kam ja auch so im Chat immer mal so ein bisschen die Frage, was bilden wir denn gerade aus? Also im Moment bilden wir tatsächlich nur im Bereich Fachinformatiker für Anwendung aus. Ist eine ganz reguläre Ausbildung, dauert 3 Jahre mit eben Blockunterricht, den man dann an der Berufsschule hat, und dann gibt es eben immer die Praxisphasen hier vor Ort, so wie es der Sebastian auch eben erzählt hat. Und da ist es bei uns eben auch so, dass ihr wirklich, ihr seid von Beginn an Bestandteil von einem Team, arbeitet da in dem Team mit, lernt da von Beginn an die unterschiedlichsten Programmiersprachen kennen. Also da gibt es keine Schonfrist sozusagen für euch, sondern ihr seid dann einfach gleich mit dabei und dran. Lernt einfach unterschiedliche Aspekte der Programmierung kennen, unterschiedliche Engines. Und abschließend gibt es dann immer noch ein Projekt, das ihr entwickelt oder an dem ihr dann arbeitet, zusammen mit unserem Ausbilder hier im Haus. Das wird dann an der Berufsschule vorgestellt und das ist dann euer Abschluss, Ausbildungsabschluss sozusagen. Genau. Wir hatten auch mal eben den Mediengestalter ausgebildet, im Moment eben nicht, hat die Steffi ja auch schon gesagt. Ich denke aber, das wird also irgendwann in den nächsten Jahren sicherlich auch mal wieder starten damit. Also immer mal auf die Homepage gucken, das sind auch unsere ganzen Stellen letztendlich ausgeschrieben, auch was wir gerade ausbilden, also einfach immer mal drauf gucken, dann wisst ihr da auch genaueres. Ja, sehr cool. Wenn sich jemand bei uns bewerben möchte, was würdest du der Person nahelegen? Worauf müsste man achten? Also wir gucken immer sehr, dass wir so die alle Unterlagen beisammen haben. Also wir schreiben es auch schon immer mit rein. Wir wünschen uns ein vollständiges Bewerbungspaket, also vollständige Bewerbungsunterlagen. Das heißt, ein Motivationsschreiben, Anschreiben, wo einfach mal kurz drin steht. Ja, was macht man so? Warum will man denn jetzt ausgerechnet gerade gern hier arbeiten, in die Branche rein? Was bringt man so an Erfahrung mit? Dann gehört ein Lebenslauf dazu und noch so die letzten Zeugnisse. Also das kommt immer ein bisschen darauf an, ist man jetzt gerade mitten im Studium oder steht kurz vorm Abschluss, dann, dass man vielleicht einen Notenspiegel mitschickt für diejenigen, die sich für eine Ausbildung bewerben wollen, ist wichtig, dass man so das letzte Schulzeugnis oder die letzten Schulzeugnisse mitbekommen und die vielleicht auch tatsächlich so in ihrer Freizeit schon ein bisschen was gemacht haben, einfach ein Portfolio mitschicken. Am besten als PDF tatsächlich, wo man einfach schon mal so ein bisschen gucken kann, Mensch, was der oder diejenige dann eben schon gemacht haben und schon mal so ein bisschen einen Blick darauf bekommt. Genau. Oh. Ja, also das sind so die wichtigsten Sachen, die wir dann immer brauchen. Ansonsten sollte irgendwas fehlen, dann schreibe ich die auch meist nochmal an, wenn Unterlagen nachgereicht werden müssen oder so. Also das ist dann auch kein Problem. Ich erinnere mich, dir hat mein Abi-Zeugnis gefehlt, ungefähr ein Jahr, nachdem ich hier angefangen habe, hast du mich gefragt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Ich hätte schwören können, dass ich das mitgeschickt habe, aber scheinbar nicht. Ja, also manchmal geht es auch tatsächlich echt ein bisschen unter. Manchmal passiert es auch tatsächlich, dass ich nach einem Jahr dann irgendwie nochmal anfordere oder so, weil ich mal denke, okay, irgendwie jetzt müssen wir die Unterlage nochmal vollständig kriegen. Also das kann auch passieren. War vielleicht auch eine besondere Situation, weil ich ja als Werkstudent angefangen habe und dann irgendwie Vollzeit unterwegs bin. War ein bisschen unkonventionell wahrscheinlich, der ganze Vorgang. Also. Ja, das war schon etwas
besonderer Werdegang, das stimmt schon. Also es ist jetzt auch kein Hindernis, wenn man jetzt nicht alle Unterlagen gleich beisammen hat oder so. Also wie gesagt, in der Regel frage ich nach und hoffe darauf, dass mir das dann noch zugeschickt wird. Aber wenn nicht und wir einfach im Gespräch merken, Mensch, das passt so gut, kommt zusammen, dann ist es auch gut so. Und dann frage ich vielleicht ein Jahr später mal nach. Genau. Hoffe dann noch auf die restlichen Unterlagen. Aber, es hat ja dann am Ende alles funktioniert. Genau. Eine Frage ist noch gekommen gerade. Muss man direkt zum Jobstart vor Ort anfangen, also gegebenenfalls umziehen? Oder ist es aktuell so, dass man für die erste Zeit im Homeoffice anfängt? Zum Beispiel bis zum Ende der Probezeit. Also wir versuchen es wirklich zu vermeiden, muss ich sagen. Also wir merken einfach, dass es was anderes ist, hier vor Ort zu sein. Also gerade für diesen ganzen Anbindungsprozess finden wir es sehr, sehr wichtig, vor Ort zu sein. Also das ist ganz anders, im Team zu sitzen, im Austausch mit den Kollegen sein zu können, als daheim seinem PC zu sitzen und über Teams sich zu treffen, wo wir wirklich sagen, nee, also wirklich lieb hier vor Ort zu starten, auch für diejenigen, die jetzt wirklich von auswärts kommen, noch eine Wohnung bräuchten oder so. Wir haben hier auch auf dem Firmengelände so eine Apartmentanlage, da haben wir selbst auch ein Firmenapartment, wo man für den Anfang unterkommen könnte, beziehungsweise kann man auch noch Apartments dazu mieten, je nachdem, wie groß da die Nachfrage ist, einfach um schon mal vor Ort zu sein und hier eine gewisse Anbindung auch zu haben. Also wir hatten es jetzt zum Teil mit Pflichtpraktikanten, die haben noch hier vor Ort gestartet und so ungefähr 3 Wochen später mussten sie dann auch ins Homeoffice. Das ist einfach nicht gut. Also es funktioniert gut. Ja. Das ist ganz schwierig, ja. Stimmt. Wenn man dann gar nicht so richtig ankommen kann im Team und dann, das ist schwierig. Genau. Also vor Ort kann ich da auch nicht nur empfehlen. Ja. Absolut. Ja. Außerdem. Also, außerdem schreibt Jona gerade, wenn man nicht hier ist, verpasst man die Geburtstagspizza. Ja, das auch noch dazu. Das kommt natürlich auch noch. Ab und zu backe ich mal Cupcakes. Genau, oder anders Cupcakes. Das ist ja nicht. Nee, also auf jeden Fall. Das ist einfach für den Start. Das ist ein ganz anderer Start und ein ganz anderes Reinkommen. Also, und es ist uns wirklich so viel mehr wert, wenn das hier vor Ort stattfindet. Ja. Schön. Genau. Ja, haben wir nur einen Sitz in Bayern? Ja, wir also als Handy Games. Nur in Bayern, nur in Frankfurt, genau. Sitz. Nur in Ingolstadt, ja. Richtig. Genau. Aber mit einer guten Anbindung an Würzburg auch, also auch total ländlich hier draußen, also viele, viele Äcker hier um einen herum, aber ruhig und echt schön. Für diejenigen, die so ein bisschen mehr Stadt brauchen, die können sich auch gerne in Würzburg niederlassen, also die sind eine Viertelstunde entfernt, also alles machbar. Auf jeden Fall. Die meisten von uns kommen aus Würzburg. Also Würzburg genau. Oder Umgebung eben. Genau. Richtig. Genau. Und ja, Würzburg selbst auch Studentenstadt, also ist was los und echt eine schöne Stadt. Ja, absolut. Aber es gibt mit Sicherheit auch, egal wo du wohnst, es gibt mittlerweile so viele Entwickler und Publisher auch in ganz Deutschland. Also, insbesondere Indie. Genau, da gibt es so viele. Einfach ein bisschen umhören, umgucken. Ja. Das ist auf Sicherheit jeden Fall. Wenn in der Nähe eine größere Stadt ist, dann gibt es da was in die Richtung. Mit fast 100%iger Sicherheit. Ja. Genau. Und was in Würzburg, gibt es jetzt mittlerweile auch diesen Games Engineering Studiengang, also für alle, die sich jetzt für Programmierung interessieren, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren, noch nicht allzu lange, aber sehr guter Studiengang, der eben gezielt in Richtung Spieleentwicklung geht, war ja lange Zeit, war das immer eher so an den Privatunis möglich, eben in die Richtung zu gehen. Der Jens hat es ja auch anfangs so ein bisschen erwähnt mit seinem Game Design. Das war aber noch gar nicht so üblich eben im Bereich der Spieleentwicklung. Da gibt es mittlerweile auch viele Unis, viele Hochschulen, wo man gezielt eben auch Spieleentwicklung, Game Design oder eben Game Art dann auch studieren kann, jobmäßig. Ja. Genau. Und eben unter anderem Würzburg auch. Ja.
Weißt du, wo der Unterricht für die Fachinformatiker stattfindet? Hier fragt jemand nach der Clara Oppenheimer Schule oder gibt es da mehrere? Nee, das ist die Clara Oppenheimer. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das ist die Clara Oppenheimer Schule. Genau, also ist letztendlich ist es den Wirtschaftsberufen zugeordnet, dieser Fachinformatiker. Und der ist in der Würzburger Innenstadt. Ja. Man schreibt noch, Würzburg ist auch eine tolle Stadt. Das stimmt. Definitiv. Das ist richtig. Das ist echt so, ja. Vor allem im Sommer wirklich wunderschön, ja. Wundervoll. Genau. Sagen, ja. Ja, mit dem Main, der alten Mainbrücke, also echt total angenehm, ja. Ja. Schön. Ja, dann noch zum Abschluss, das ist keine Frage, aber eine Aussage. Ihr seid meine Rettung, hatte nichts für den Girls Day und bin zufällig auf euch gestoßen. Ich spiele Computer- und Handyspiele, seitdem ich denken kann. Und was ihr erzählt, finde ich wirklich spannend. Klasse. Sehr schön. Freut mich. So soll es doch sein. Ja, so soll es sein, gut. Genau. Sehr schön. Gut. Ja. Abschließende Worte. Ansonsten. Abschließende Worte. Genau. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Ja. Das war. Danke auch dir, Nicole, für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut, dass so viele teilgenommen haben. Ja, sehr. Also schöne Überraschung auf jeden Fall. Ja, genau. Doch. Auch für uns ein Novum auf diese Art und Weise, aber ja, war echt schön. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, großen Dank auch an alle. Doch, ja, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und viele Fragen gestellt hatten. Da hatten wir so ein bisschen, ja, was heißt Angst, aber da waren wir so, ja, doch, waren ein bisschen aufgeregt. So, wie viele werden wirklich da sein und Fragen stellen? Ja. Aber hat sehr gut geklappt. Vielen, vielen Dank. Ja, traut euch ruhig, euch zu bewerben. Wenn ihr Interesse habt und ihr könnt auf die Homepage, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder fragt so nochmal per E-Mail an, dürft ihr auch gerne tun. Genau. Ansonsten habt Spaß bei dem, was ihr macht, auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Hast du ja auch schon gesagt, ne? Ja. Haben alle gesagt, genau. Das ist das Allerwichtigste. Genau. Wenn ihr möchtet, ich schicke gerade noch auf Twitch kurz unseren Discord-Link. Da könnt ihr auch einfach mal reinschauen und noch weiter Fragen stellen an die verschiedenen Leute, falls es euch interessiert. Auch euch informieren zu den speziellen Spielen, die wir haben. Genau. Da sind wir eigentlich ja fast alle irgendwie in irgendeiner Form vertreten, beantworten gerne auch allgemeine Fragen. Sehr gern. Ja, damit würde ich sagen, euch allen gemeinsam einen schönen Nachmittag. Ja. Und ja. Bei uns scheint die Sonne. Ja. Hoffentlich bleibt es jetzt mal so. Ja. Und dann bis bald. Gute Zeit. Euch allen, ja. Genau. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ich bin der Konsti. Ich mach mich groß. Oh yeah. Dürft ihr gerne Fragen stellen zu diesen ganzen Themen, ne, die wir. Wow, einfach. Das ist doch scheiße, das kannst du löschen. Fuck. Und beantworten natürlich auch gerne eure Fragen. Cut. In diesem Intro-Video wollen wir euch gerne. Wow! Und wie es eben hier so zugeht. Ja, schöne Atmosphäre. Erstmal Pause. Pause.